Ja, ich würde sagen, herzlich willkommen zum zweiten Podcast, zur zweiten Ausgabe unserer geilen Show. Heute ist Prominenz vor Ort sozusagen. Wahnsinn, wer denn? Hallo. Star, da ist er, da sitzt er. Star-Gitarrist, Trompeter und Produzent Sascha Peet ist heute hier mit uns. Sascha Peter. Ich hab gerade gedacht. Ja, ein paar von euch kennen ihn wahrscheinlich, weil jetzt auch das Video kommt und seinen Namen gegoogelt habt aus irgendeinem Grund. Entweder wegen einer Gitarre oder einem Album oder irgendwas anderem. Vielleicht kannst du dich einfach mal kurz vorstellen für die Leute, die dich nicht kennen. Einfach mal, ja, was machst du eigentlich? Hast du ja gerade schon gesagt, Trompeter. Nee, also ich seit Ewigkeiten mache ich halt Musik. Wie viele andere auch als Hobbymusiker angefangen mit 10, 11, 12 Jahren und schon ziemlich früh gedacht, oh, das muss ich als Beruf machen. Also das wollte ich eigentlich immer machen. Und hat auch geklappt tatsächlich. Also ich bin dann vom Musikmachen an sich, also Gitarre gespielt, erst am Anfang nur Gitarre und dann kam natürlich Bass und Keyboards und sowas dazu, ein bisschen Schlagzeug und sowas. Und einer ist immer in der Band, der halt irgendwie die Demos macht und so. Und dann habe ich das halt gemacht und dann bin ich irgendwie in dieses Engineering reingerutscht und irgendwann war ich auch Produzent. Ja, so kam das. Also so eine natürliche Entwicklung halt einfach. Ne? Tatsächlich, wir haben gerade über Charlie Bauerfeind gesprochen, das ist ganz witzig. Und ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, aber wir haben ganz viel früher zusammen gemacht und er hat mich eigentlich in diese professionelle Szene reingezogen damals. Also es war halt so, dass ich mit meiner Band Heaven's Gate Platte produziert habe oder die nächste Platte produziert habe und er hat sie produziert und er hat mich dann gefragt, weil ich immer mitgearbeitet habe an den Produktionen, hat mich gefragt, ob ich nicht Bock habe, mit ihm das zusammen zu machen. Und dann ging das so los, ne? Alles. Und war auch gleich erfolgreich und dann klar. War ich, ja, und dann war ich da, ne? Ja. Seitdem mache ich das, genau. So. Ja, okay. Und du? Ich mache das nicht. Ich habe auch mal hobbymäßig Gitarre gespielt und dann bin ich auch nicht Produzent geworden und dann haben wir mit der Band aufgehört. So, gut, das ist doch auch schön. Danke, ich meine, kann ja nicht alles gleich laufen, ne? Nee, aber jetzt also vom Hören, ich meine, das klingt halt oder relativ einfach, aber allein die Vorstellung sozusagen, ich mein, wie gesagt, es gibt viele Leute, die würden gerne Gitarre spielen, hauptberuflich. Irgendwas anderes hauptberuflich spielen, Musik machen, Produzent werden, so wie Hayabien. Ja. Ab und zu mal inzwischen. Mittlerweile möchte er wenigstens, ja. Genau. Jetzt möchte er, wo wir nichts mehr zusammen machen, möchte er wieder, ist ganz gut. Mhm. Ja, aber wie kann man sich das irgendwie vorstellen? Wie ist so der, ich meine, man spielt jetzt Gitarre und du machst die Heaven's Gate und so und da passiert da ein bisschen was, aber an welcher Stelle sagt man dann so, oder kann man sagen, ja, ich arbeite jetzt nicht mehr normal, ich spiele jetzt nur noch Gitarre oder Auftritte oder ich produziere auf einmal, hast du nie so ein, genau, erstmal, wie geht das irgendwie? Wie kann man das einfach machen? Das kann man halt einfach, wenn man jung ist, kann man das einfach machen. Dann macht man das halt einfach. Und es war halt so, dass wir halt die erste Platte gemacht haben. Ich habe gerade eine Lehre gemacht. Ich wollte ganz ursprünglich Musik studieren tatsächlich, also Jazzgitarre, ganz was anderes. Und habe dann festgestellt, dass 11 Jahre Schule nicht genug sind für die Schulpflicht. man braucht da kein Abi zu, habe ich auch nicht gemacht. Also und dann musste ich, also ich wollte mich eigentlich ein Jahr vorbereiten auf das Studium, war eine ziemlich schwierige Aufnahmeprüfung und hatte mir zwei Unis ausgesucht, Hilversum und Graz tatsächlich, also Hilversum in Holland. Da war ich 16 oder so, ja 16 und dann habe ich mir gedacht, ein Jahr Pause und dann, ja, fahre ich dahin und dann mache ich eine Aufnahmeprüfung und wenn sie mich nehmen, studiere ich halt Gitarre. Genau. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass die Schulpflicht ein bisschen länger ist, als ich zur Schule gegangen bin und dass ich die erst erfüllen muss. Und dann musste ich tatsächlich eine Lehre anfangen. Dann habe ich eine Lehre angefangen, damals bei, es hieß Pressezentrum Salzmann, als Plattenverkäufer tatsächlich, weil ich da lang gegangen bin und am Schaufenster war halt ein Schild, Lehrling gesucht oder so, also Ausbildungsstelle frei, ne? Und den Chef kannte ich halt, das war der Hans Nahnhofer, der leider verstorben ist, letztes Jahr war es, glaube ich, ja, letztes Jahr, sehr früh, und der auch Musiker war, den ich halt aus von der Musik her kannte und der war wirklich der Musikguru hier bei uns in Wolfsburg, der hat der hat irgendwie alle Leute beraten, die Musik gehört haben. Halt, jeder kannte ihn und
der war sehr beliebt und ich war halt auch ständig da. Und dann hat er gesagt, ey klar, dann schreibst du pro forma noch eine Bewerbung und dann fängst du hier an. Und das war total gut. Das war natürlich auch musikalisch interessant, weil es war halt ganz offen. Ich habe viele Musik kennengelernt wieder und konnte einfach eine Gitarre mitnehmen, in der Mittagspause Gitarre gezockt. Da habe ich dann Robert kennengelernt, Robert Hunecke, der später auch bei Avantasia gespielt hat und so, mit dem ich ganz viel gemacht habe. Sehr guter, also super guter Schlagzeuger, Gitarrist, Bassist, Pianist, alles, Multi-Instrumentalist. Sehr viele Sachen zusammen gemacht. Den habe ich da kennengelernt und haben wir in der Mittagspause dann immer gequatscht und Gitarre gespielt und was weiß ich. Er hat tatsächlich die Zeitung verteilt da irgendwie, ne, als Ferien, also als nebenbei Job so nach der Schule. Und ja, und dann kam es aber so, dass Heaven's Gate die erste, soll ich jetzt hier meine ganze Biografie erzählen? Ja, ich kann weiter erzählen, okay. Ja, auf jeden Fall. Dass Heaven's Gate die erste Platte gemacht hat, da war ich 17, als wir ins Studio gegangen sind. Und das war meine erste richtige Plattenaufnahme. Allerdings war ich vorher schon im Studio mit meiner ersten oder zweiten Band. Der erste Band war hieß Season, da war nicht, das war wirklich so eine Schülerband. Aber lustig, da wo witzigerweise auch mein Freund André, der auch später bei Avantasia und mit und auch bei Masters of Ceremony jetzt mit mir zusammen spielt. Also ich kenne ganz viele Leute, die mit denen ich damals schon was gemacht habe, in ganz jungen Jahren, wirklich mit 12, 13, mit denen mache ich immer noch Musik. Also mit denen mache ich immer noch Sachen. Das ist also ganz lustig gelaufen in meinem Leben. Das ist also, haben wirklich nicht viele. Das ist, weil es nicht nur einer ist, es sind mehrere Leute halt irgendwie. Der Miro, mit dem ich dann später das Studio gemacht habe, war super. Also ich war heute gerade wieder da. Wir haben da in dem Studio noch rumgewerkelt, weil er jetzt quasi umzieht damit. Und ja, das dann haben wir halt diese erste Platte gemacht. Wie gesagt, Studioerfahrung hatte ich schon mit Merlin. Da war ich 14, glaube ich. Das erste Mal im Studio. Damals in Hannover. Das war sogar in der Zeitung hier. Das war damals was ganz Besonderes, wenn man ins Studio gegangen ist. Das war nicht so wie heute. Da macht ja jeder Platten und hier macht Aufnahmen. Vor allem das gab es früher. Alter. Das gab es früher nicht. Ne? Ich war allerdings dann der Jüngste da in der Band. Die anderen waren 10 Jahre älter oder so. Ich war immer der Jüngste. Leider ist es jetzt nicht mehr so. Aber ich war eigentlich halt, ne? Immer. Also wirklich, ich habe mit den Jungs da gesessen, die waren alle über 20, ich war 14, halt da irgendwie in der Runde, die haben da irgendwie alle gekifft und was weiß ich. Und ich so, mich haben sie nicht gelassen. Natürlich, ganz, ganz gut auch so. Ja, das war irgendwie, war eine witzige Zeit. Und dann haben wir halt die erste Platte mit Heaven's Gate gemacht, als ich dann schon bei Salzmann war. Genau, und das war dann relativ erfolgreich. Es hat sehr gute Kritiken bekommen. Und dann hieß es halt auch gleich, okay, wir gehen auf Tour. Und da war auch schon das erste Problem da. Dann habe ich gefragt und ich habe keinen Urlaub bekommen und dann habe ich gekündigt. Gut. Genau, und da ich dann angefangen hatte mit dieser ganzen Heaven's Gate-Geschichte, hatte ich plötzlich auch komplette Planänderungen in meinem Kopf. Habe gedacht, ach, jetzt werde ich Rockstar. Jo. Tatsächlich habe ich gar nicht so gedacht. Also so habe ich eigentlich nie gedacht in meinem Kopf. Aber ich habe wirklich gedacht, ach jetzt, Heaven's Gate, das machen wir jetzt, das ist cool. Ich mache jetzt Musik halt, ich mache jetzt das. Ne? Und dann sind wir auch getourt. Es war nicht so groß am Anfang, war eigentlich nie groß, aber es war cool, hat Spaß gemacht. Bis nach Japan sind wir gekommen halt. Ne? Da waren wir am erfolgreichsten tatsächlich und das war echt eine coole Sache. Und dann haben wir die erste Platte gemacht, In Control. Und dann noch die zweite, das war eher eine EP. Und bei der, also die hieß Open the Gate and Watch. Und bei der dritten kam dann Charlie dazu. Also die hat dann Charlie produziert. Und Charlie hat kurz vorher in Berkeley, in Boston, ich glaube in Boston, ja, studiert. Und kam gerade quasi ganz frisch aus Amerika zurück. Und hat, glaube ich, nur ein, zwei Bands gemacht. Das war Seaches Even damals. Wo der Alex Holzwart auch gespielt hat und sein Bruder auch, der jetzt der Bassist von Blind Guardian ist. Und das hängt alles zusammen. Wir sind mit Blind Guardian früher auch getourt, zum Beispiel. Und bei der ersten Plattenfirma, die wir hatten, da war auch Blind Guardian zum Beispiel. Alles ist irgendwie verwoben. Irgendwie. Ja, das macht Charlie. Charlie macht immer noch Blind Guardian. Ja, das haben wir allerdings damals gar nicht gemacht. Da ist er später erst zugekommen. Aber wir haben so ziemlich fast jede deutsche Metal-Band gemacht im Laufe der Zeit, also ziemlich viel, wir haben wirklich viel zusammen gemacht. Und es kam halt so, dass
ich habe halt immer so ein bisschen Engineering mit übernommen und auch so die musikalische Leitung gehabt, so ein bisschen in der Produktion, wenn man das so ausdrücken kann, von Heaven's Gate. Und er hat das, und ich habe aber in den ersten Produktionen auch schon nebenbei gearbeitet für andere Produzenten. Die haben mich dann gefragt, oh cool, kannst du hier auch Bass spielen und so vielleicht? Das wäre total cool. Und dann habe ich nachts noch nebenbei Sachen gemacht und was weiß ich. Und irgendwie, aber eher musikalisch am Anfang. Und dann kam ich halt in diese, ich habe mich aber immer interessiert für die Technik und auch für Keyboards machen, Programming und so ein Krams. Und dann kam ich halt irgendwie, wie gesagt, mit Charlie zusammen und hab da auch immer dann quasi den Bonnie meistens engineert, den einer Gitarristen von uns. Der fand das cooler, wenn ich das mache, so, weil er sich dann besser, weil es ein bisschen easier für ihn war. Und hab immer mehr als Tape Operator gearbeitet und natürlich auch dann die Sachen kennengelernt so ein bisschen, ne? Aber kannte mich wirklich nicht gut aus. Also ich habe zu Hause Demos gemacht und so, aber richtig gut konnte ich das nicht. Und dann, kann man da nicht irgendwann, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich spiele Gitarre einfach erstmal und dann komme ich da so rein und mache ein paar andere Sachen und dann der ganze technische Kram und so. Hast du nie irgendwie so einen Punkt, wo du gedacht hast, oh, keine Ahnung, ob ich da Bock drauf habe oder ob ich das alles kann? Und der dann kam dann, war ich quasi gerade angekommen, da war ich, es war natürlich faszinierend, aber wie so eine Wand vor mir teilweise. Ja, sowas soll ich mir vorstellen. Also es war ja, die Studios damals waren ja auch echt ein bisschen komplizierter, da musste man ja wirklich ein bisschen. Du musst dir vorstellen, das gab kein Home Recording in der Form, wie es heute gibt. Ne? Also man konnte das nicht einfach da zu Hause machen, so easy. Ne? Und es gab gar kein Harddisk Recording, nichts. Ne? Also ich habe so einen 8-Spur-Tape-Recorder gehabt zu Hause, ne? Zu der Zeit. Genau, das war so das höchste der Gefühle, als wir angefangen haben mit Heaven's Gate. Ne? So 4-Spur, 8-Spur-Tape auf Kassettenbasis, ne? Kompaktkassette. Da hat man dann halt irgendwie ein Mischpult angeschlossen oder man hatte so einen Multitrack-Recorder, also so als Kompaktgerät oder was es da halt so gab. Ne? So haben wir da das gemacht und das habe ich gemacht. Also und diese große Technik, die kannte ich eigentlich nicht. Klar, stand ich da und habe mir das angeguckt, wow, Wahnsinn, ne? Riesenmischpult, alles große Tape-Maschinen, also war alles Analogaufnahmen, 2 Zoll, ne? Synchronisierte Tape-Maschinen, man musste viel wissen, wie synchronisiert man den ganzen Scheiß. Wir haben noch nie einen Macintosh gesehen, was weiß ich. Ich hatte zwar einen Atari damals schon, das erste Computer, den ich mir gekauft habe, Atari ST, das ist halt, da haben eigentlich alle mitgearbeitet früher, so Cubase, Atari, ne? Das war halt so das Ding. Ja. Natürlich kein Audio, ne? Nur MIDI, ist klar. Hm. Keine Festplatte, nur Disketten. So war das. Und dann kann ich gar nicht vorstellen, tatsächlich. Ja, dann also. Charlie war immer sehr technikaffin und war immer ganz vorne dabei, wenn es um irgendwelche Sachen ging, die es neu gab und so und hat wirklich viel innovative Sachen immer gleich aufgeschnappt und versucht und wollte das gerne machen. Aber immer schon eher, also als digital rauskam, war er auch ganz sofort dabei, hat sich ADATs gekauft und so. Ne? Das war in den 90ern dann, ne? Anfang der 90er. Anfang 90er. Ja. Genau. Ja. Und jedenfalls war es so, wir haben halt diese Produktion gemacht und kurz nach der Produktion habe ich einen Anruf von ihm bekommen. Ich glaube, er hat mich angerufen, ich weiß schon gar nicht mehr. Wahrscheinlich. Ne? Ja. Auf jeden Fall habe ich keine E-Mail bekommen, das gab es nämlich noch nicht. Und auch kein WhatsApp und auch kein Handy. Mein erstes Handy habe ich tatsächlich auch von Charlie. Witzigerweise sprechen wir heute über Charlie. Ich muss mal ganz kurz erzählen, warum auch, weil der Hype hat gerade ein Interview mit ihm gemacht. Das war jetzt gerade recht interessant. Deswegen haben wir über Charlie gesprochen und deswegen muss ich jetzt gerade für die denken. André Matos-Doku übrigens. Für genau. Leute, die das eventuell interessieren könnte, verlinken wir das unten mal, den YouTube-Kanal, wo die Doku rauskommt. Ich glaube, nächstes Jahr irgendwann, bin ich der Meinung. Genau. Ja. Übrigens auch die erste große Produktion, die ich mit Charlie dann gemacht habe. Tatsächlich. Das war nicht das Erste, was ich überhaupt mit ihm gemacht habe, sondern das war eine Band aus Deutschland. Die hieß TTC, glaube ich. Oh, hieß es TTC? TTC oder TTC? Nee, TTC. oder liege ich jetzt falsch? Nee, ich glaube, so hieß sie. Aus Berlin, war ganz witzig, so eine funky Rock-Kram irgendwie. Und Charlie hat das halt gemacht. Und ja, und musste irgendwie nach Amerika aus irgendeinem Grund und fragte mich dann, kannst du für mich einspringen bei der Produktion? Und ich so, ja. Dann bin ich halt einfach dahin, hab gesagt, ja, mach ich, scheißegal. Einfach ins kalte Wasser gesprungen. Ins kalte, nasse Wasser. Krass. Und dann hat er mich quasi unterwiesen in diesem Studio, hat mir das alles erklärt.
ich wusste wirklich bis dahin, konnte es mir vorstellen, ich wusste wirklich nicht, wie es funktioniert. Also es war zum Beispiel, müsst ihr euch vorstellen, das war ein großes Inline-Pult, ne? Großes, wirklich großes Mischpult. Und ich wusste noch nicht mal, was Inline ist. Also ich weiß es immer noch nicht. Ne? Erkläre ich jetzt nicht, aber okay. Es war ein großes Inline-Pult und er musste mir halt erstmal überhaupt die Technik erklären. Wie funktioniert das? Wie komme ich von da drüben auf das Pult, auf das Tape, so dass das auch eine Aufnahme ergibt, die Sinn macht? Ne? Das hat er kurz vorher gemacht? Das hat er mir an einem Nachmittag das ganze Studio erklärt. Ne? Und mir hat er so der Kopf geraucht, dass wie ich überhaupt nichts. Wie alt warst du da? 12 wahrscheinlich. Nee, da war ich schon 20 oder 21 oder so. Also ein bisschen was, ich hatte natürlich ein gewisses Verständnis dafür, das hat er, also Verständnis, also ich konnte da halt irgendwie, ich war auch immer sehr technikaffin und hab wirklich mich dafür interessiert. Na, deswegen konnte ich mir Sachen gut vorstellen. Und hab ja auch gesehen, was er so gemacht hat und so, aber trotzdem habe ich es noch nie gemacht. Ich wusste nicht, das Mikro ist ein Kondensatormikrofon, da muss man Phantom Power draufgeben, bei dem darf man das nicht. Das ist ein Ribbon, oder also, dann geht das kaputt. Aber das, soweit waren wir damals auch noch nicht. Aber muss man ja trotzdem wissen, ne? Ich meine, du wirst ja die Sachen da nicht kaputt machen. Und das war dann aber witzigerweise so hart, dass er musste mir nicht nur das Pult und den Signalweg erklären, ich glaube, es waren ein paar Stunden, war so ein Nachmittag, sondern auch, ich habe noch nie mit Macintosh gearbeitet, da hat er mir noch das Programm erklärt, Performer, den Macintosh, wie ich zu triggern habe, wir haben damals Live-Trigger aufgenommen mit MIDI, und irgendwie, da und ein paar andere Sachen natürlich auch noch mit Mikrofonen und dies und das, und ich weiß nicht mehr genau, wie wir es gemacht haben, haben wir das Drum schon abgemiked gehabt, ich musste ziemlich viel selbst machen auf jeden Fall, Gitarren und Bass und ich weiß nicht, aber wirklich nicht mehr ganz genau, wie es war. Ich musste auf jeden Fall Sachen machen, wo ich dann wirklich stand, Alter, wie geht das hier? Und dann hatte ich auch noch zusätzlich so einen amerikanischen Produzenten in meinem Rücken sitzen, wo das halt einfach laufen musste. Das heißt, der hat mir über die Schulter geguckt. Ich wollte gerade fragen, wussten die das? Dass du praktisch so, also ja, hast du so nicht erzählt, oder? Nicht dass so, halt. Ne? Ich mach das schon richtig lange. Ja, und Alter, ich habe wirklich Blut und Wasser geschwitzt. Ne? Aber wie lange ging das? Ein paar Tage. Ich weiß nicht mehr genau. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls kam er zurück und es war alles drauf und es konnte benutzt werden. Es war alles in Ordnung. Aus irgendeinem Grund hat das geklappt. Ich weiß wirklich nicht, bis heute nicht. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt könnte. Schon so lange wieder in dieser Digitaltechnik. Ne, war natürlich auch Glück. Wahrscheinlich war es auch nicht perfekt, aber es war so, dass er gesagt hat, ey, cool. Weil ich mich halt einfach getraut habe wahrscheinlich und einfach gesagt habe, scheiß drauf, ich mach das einfach. Ob wir das nicht irgendwie als quasi Produzententeam oder ihm als unterstützend halt erstmal so Bock hätte, mit ihm die Produktion zusammen zu machen, weil das war immer viel Arbeit. Also früher, die ging lange, die Produktion, und es war wirklich viel Arbeit und es war viel geiler, das zusammen zu machen, ne? Weil es ist wirklich echt Stress. Du sitzt wirklich den ganzen Tag da und hast immer die ganzen Leute um dich rum und die kommen alle gleichzeitig auf dich zu. Wenn alle warten und dann bis sie endlich drankommen und in der Zeit ist es sehr intensiv, dann in der Zeit geben die halt auch alles und so, und du bist aber die ganze Zeit da. Also das hört nicht auf halt. Ne? Ja. Es geht von morgens und es ging immer nachts und Nachtsessions und so konnten wir das ein bisschen besser aufteilen. Was wir natürlich dummerweise gemacht haben, ist dann teilweise zwei Sachen gleichzeitig und sowas. Nachts und tags, ja. Und was weiß ich. Ne? Es war eine harte, arbeitsreiche Zeit tatsächlich. Ich habe super viel gelernt, von ihm halt auch. Und aber auch natürlich durch die Umstände, dass wir halt einfach total viel gemacht haben. Und für die Zeit bin ich wirklich dankbar. Es war echt eine gute Zeit, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ohne diese Zeit hätte ich den Job so nie gemacht halt, ne? Und ja, wir haben das auch lange gemacht. Ich weiß gar nicht genau, wie lange. Es müssten so 5 Jahre gewesen sein ungefähr. 4, 5 Jahre. Wir haben also in Deutschland meistens gearbeitet, haben wir auch in Holland, haben wir Sisters of Mercy haben wir was gemacht zum Beispiel, dann haben wir in Ungarn haben wir gearbeitet, also ich war glaube ich länger da als er, weil zwischendurch musste er wieder irgendwas anderes machen in Deutschland und dann war ich alleine da eine Zeit lang in der Nähe von Budapest in einem Studio von dem Sänger von Omega damals, ein Gitarrist, der hieß Tamas, auch eine coole Zeit, coole Leute kennengelernt und wir haben wirklich viel erlebt, ne? Und die erste Produktion, die wir wirklich zusammen gemacht haben, weil bei diesem TDC, da bin ich dann auch wieder nach Hause gefahren, ne, quasi, also da habe ich dann halt so ausgeholfen und habe das dann wieder übergeben,
glaube ich. Schon lange her. Mein Gehirn ist nicht so gut wie manche andere. Und dann haben wir halt Angra gemacht. Die Angels Cry. Und da haben wir auch, weißt du noch, wann das war ungefähr? Das muss 91 gewesen sein. 91, okay. Ganz genau weiß ich es jetzt gerade nicht. Nö, ich auch nicht, aber ich wollte mal so einen groben zeitlichen Dings. Ich das nicht. 91, schätze ich. 92, vielleicht 92. Zwischendurch noch eine Frage. Wisst ihr, du hast dann diese ganzen Sachen, die du gerade gesagt hast und von denen erzählt hast, die hast du dann gemacht? Gehst dann, bist dann abends pennen gegangen und hast gedacht, ja, jetzt bin ich Produzent und Gitarrist? Nein, oder ist das so? Ich habe anfangs tatsächlich nebenbei sogar noch gearbeitet. Also ich bin dann halt noch immer nach Braunschweig gefahren. Und habe noch bei im Musikladen gearbeitet, bei Feist damals, Musikfabrik Feist. Eine Zeit lang habe ich das gemacht. Ging dann aber nicht mehr. Und dann hat Charlie mir am Anfang angeboten, weil es war halt irgendwie mit dem Geld, es war halt einfach so eine, alles so, ne? Dann hat er mich tatsächlich monatlich bezahlt, glaube ich, eine Zeit lang. Aber wie war das? Also Charlie war frisch, meinst du? Oder war, ist das jetzt schon? Charlie hatte studiert halt und hatte. Genau. Angefangen, Sachen zu machen, da hat CGS Even gemacht und das kam ganz gut an. Das war so eine sehr progressive Band. War das damals früher so die Szene, dass es halt CGS Even? Nee, die Szene generell, also Musik produzieren und Studios, war das klein und. Nee, das war schon relativ. Wir waren da zufällig drin, also er ist reingerutscht über Frank Bornemann. Ich weiß nicht genau, wie Frank Bornemann an ihn gekommen ist. Frank Bornemann ist der Gitarrist und Sänger von Eloy, eine alte deutsche. Ich sage jetzt mal Krautrock-Band, das klingt ja fast wie, aber so nennt man es ja. Mhm. Der hatte halt dieses Horus Sound Studio und auch einen Verlag. Und da waren wir mit Heaven's Gate unter Vertrag. Mhm. Und in dem Studio haben wir auch unsere ersten Platten aufgenommen. Und er hat quasi nach jemandem gesucht, der Sachen für ihn machen kann. Und wurde ihm wahrscheinlich, oder aus irgendeinem Grund ist er auf Charlie gekommen, wurde ihm vielleicht vorgeschlagen oder keine Ahnung, oder er hat sich beworben, ich weiß es wirklich nicht, ne? Da müsste man mit Charlie nochmal sprechen. Jedenfalls kam er an und hatte irgendwie CGS Even vorgespielt, das Charlie gemacht hatte. Wie er daran gekommen ist, weiß ich nicht. Aber witzigerweise hat sich das alles auch, ne? Also ist alles bis heute verwoben, alles, was wir damals gemacht haben. Hat es irgendwie Fortbestand gehabt. Also mit Alex habe ich heute noch ab und zu Kontakt. Das ist der Schlagzeuger von CGS Even gewesen. Der hat später bei Rhapsody gespielt. Also es hat sich alles, der hat die erste Angra eingetrommelt und alles, das war alles total verwoben. Und das ist bis heute so. Also ich kenne so viele Leute mittlerweile in der Musikszene und alles ist irgendwie miteinander. Ja, deshalb auch die Frage verbunden, wahrscheinlich, ne? Ob das urklein war, weil es halt klingt, als wäre das so, als würden die alle in den Namen klein, also es war halt eine Szene da. Ich weiß nicht, ob das klein war. Wahrscheinlich kleiner als heute, ne? Weil heute gibt es ja auch viel mehr Zeug. Heute, das war ja damals, wie gesagt, schon was viel Besonderes. als es heute ist, jetzt eine Platte zu machen. Also es war, wenn eine Plattenfirma gesagt hat, wir machen eine Platte mit euch, da war das wirklich ein Commitment. Ne? Das war teuer. Also da musste man richtig Geld auf den Tisch legen. So ein Studio war teuer. Man konnte das nicht wie heute. Man musste das übrigens auch können. So. Also, also nicht so wie heute, dass man alles hinbiegen kann oder so. Und da musste man schon irgendwie auch ein bisschen mehr am Stück hinkriegen. Ne? Also das ist klar, gab es auch Bands, die einfach das nicht hingekriegt haben und dann halt einfach Scheiße aufgenommen haben. Aber wenn man gute Sachen machen wollte, dann musste man auch gut sein. Ne? Muss man meiner Meinung nach heute auch noch. Allerdings ist es ein bisschen leichter geworden. Die Leute arbeiten halt einfach anders. Ne? Naja, jedenfalls haben wir Angra gemacht und Angra war wirklich quasi so ein Instant Erfolg. Einfach, weil das war dann gleich, wir haben so richtig durchgeboxt damals. Ich weiß noch, weil wir wirklich angefangen haben, diesen Stil noch mal zu extremer zu machen. Also mehr Klassik rein, mehr Orchestrationen und so ein Kram, so die ich damals hauptsächlich gemacht habe. Ich hatte halt so Sampler und so mittlerweile so Sampler gekauft, einen gewonnen bei so einem Gewinnspiel, wo man so ein Contest, da hatte ich so einen richtig teuren Sampler gewonnen und das habe ich dann benutzt. Und dann habe ich halt irgendwie so ein Orchesterzeug gemacht. Also da habe ich viel Zeit mit verbracht, zu der Zeit noch. Da hat Miro noch nicht die Sachen gemacht. Ne? Also jedenfalls nicht in der Form. Also er hat schon Sachen gemacht, aber irgendwie war er ganz woanders. Wir haben eine Zeit lang nicht zusammengearbeitet. Er hat quasi studiert und all sowas, ne? Zwischendurch. Wir sind ja später wieder zusammengekommen. Jedenfalls, Angra war tatsächlich dann
irgendwann haben wir angerufen in Japan, weil die wollten das irgendwie anders und diesen das. Wir haben gesagt, wir nehmen das voll auf unsere Kappe, wir machen das so, wie wir das wollen. So muss das sein. Und wie gesagt, war wirklich eine coole Zeit. War so ein bisschen, ne, wir machen das einfach. Und dann war ist sie Gold gegangen. So, Gold sind, wie viel sind das? In Japan 100.000. In Japan sind es 100.000. Also die ist also in Japan Gold gegangen. Ja. Aber ich denke auch in Brasilien später dann auch. Ich weiß es gar nicht. Aber ist das nicht irgendwas, was wirklich eigentlich übertrieben, ist das normal gewesen früher oder ist das die Ausnahme? Wenn ich jetzt höre 100.000 Dings und ich mir vorstelle, ich mache das oder er hier oder irgendwer anders, ein Kumpel von mir, sagt, ich produziere eine Platte oder ich bin damit am Start und die verkauft sich 100.000 Mal. Also 100.000 Mal in Japan war weniger als hier, war mehr als hier 100.000. Weil hier war Gold damals 250.000. Mhm. Ne? Also das ist ja pro Land immer so, kleiner die Länder sind und so. Ne? Deswegen war das schon, so musst du das ungefähr rechnen. Ne? Also das war ein Erfolg, als wenn die jetzt hier 250.000 verkauft hätten. Ja. Ne? Und das ging ja weiter, die haben ja nicht nur 100.000 verkauft, sondern die haben auch irgendwie, die müsste mittlerweile wahrscheinlich, müsste die Platin sein. Ich habe keine Ahnung. Irgendwann habe ich mal von 160 gehört, war sie dann und so, die Angels Cry noch. Aber wie das alles genau gelaufen ist. Was ist das für ein Ding? Wie sagen dir das dann? Was hast du dabei irgendwas gedacht? Hast du gedacht, so, ja, ich kann das jetzt hier? Oder hast du gedacht, cool, und ihr habt euch drüber gefreut und dann habt ihr weitergearbeitet? Oder was war das irgendwas? Wir haben uns natürlich total gefreut, dass wir dann irgendwie so ein Ding da gekriegt haben und haben, aber im Prinzip haben wir einfach immer nur gearbeitet. Wir haben wirklich total viel gearbeitet. Also faul waren wir nicht, kann man jetzt nicht so sagen. Also ich habe wirklich die ersten 20, 25 Jahre in meiner Laufbahn gearbeitet wie so ein Idiot. Also wirklich, ich bestimmt 320, 330 Tage im Jahr. Jedes Wochenende, sonntags. Ich habe nur Weihnachten oder so. Ich glaube, mit meiner Family dummerweise irgendwie nur 2-3 Mal Urlaub gemacht oder so. Ich habe immer nur gearbeitet. Es hat irgendwie nie geklappt. Es war immer Vollgas und immer, alles hat sich überlappt und besonders am Anfang mit Charlie zusammen, da war wirklich extrem. Ne? Da bin ich ja dann gar nicht nach Hause gefahren, monatelang. Da hatte ich allerdings auch keine Family. Ja. Da war ich halt auch unabhängig. Ja. Ne? Da bin ich dann halt monatelang da irgendwo gewesen und nach, keine Ahnung, 2 Monaten nach Hause gekommen. Einen Abend zu Hause, wieder nächsten Morgen wieder los. Ne? Sind Eltern nicht noch erkannt? Ja, das war schon krass. Ne? Ich hatte auch gar keine Wohnung. Na, weil es hat gar keinen Sinn gemacht. Ich habe dann noch quasi bei meinen Eltern gewohnt, aber ich war da halt nie. Ne? Also ich hatte viel in der Produzentenwohnung gewohnt, im Horror-Sound-Studio und bei Charlie teilweise dann halt irgendwie oder in irgendwelchen Hotels oder was weiß ich. Ne? Also das war so ein bisschen Vagabundenleben. Zwischendurch noch Touren, das war natürlich auch nicht gerade anders. Ne? Und so ein Zeug, ne? Ja, war aber eine coole Zeit, war wirklich viel gelernt, sau viele Leute kennengelernt, wir haben wirklich echt viel Produktion gemacht, viel. Das ist der Grundstein für alles Weitere gewesen, denke ich mal. Von daher habe ich lange gezerrt von den Kontakten. Und das hängt alles miteinander zusammen. Ne? Und genau. Ja, mir ist eingefallen, du hast immer mal gesagt, als wir uns unterhalten haben, meintest du, musstest noch nie Patsche Werbung machen für dich. Nee. Oder Visitenkarten oder sowas. Dann wäre über irgendwas anderes geredet, so von wegen Kunden bekommen und bla bla bla. Und meinst, musstest du nie? Nee. Was meinst du, woran das liegt? Weil du so ein geiler Typ bist. Ja, weil ich ein ziemlich geiler Typ bin. Nee, das liegt einfach daran, weiß ich nicht, da hängen viele Sachen dran halt. Ne? Wie gesagt, wenn man einfach viel macht, die Sachen waren ja relativ erfolgreich. Ne? Und keine Ahnung, ich bin immer weiterempfohlen worden irgendwie und die Leute haben sich bei mir selbst gemeldet. Also es kam von alleine. Was weiß ich, wie das funktioniert. Ne? Es war halt einfach, ich hatte das Glück, dass ich musste nie irgendwas akquirieren, also keine Akquise, nichts. Ich habe nie was gemacht, gar nichts. Ja, sehr froh, ist gut. Alles ist mir ist im Prinzip alles zugeflogen. Ich habe mich nirgendwo als Musiker beworben, als sonst was, keine Ahnung. Ist alles von alleine gekommen. Bin immer gefragt worden. Das war gut, natürlich. Gut, aber. Sehr gut. Aber ich habe halt auch wirklich viel gemacht. Das darf man nicht vergessen. Also ich habe wirklich richtig mir den Arsch aufgerissen. Also wirklich richtig viel. Und die Leute haben dann einfach wohl auch gemerkt, dass ich das mache. Ne? Also das spricht sich auch rum. Und dann sagen die, der gibt sich echt Mühe. Wenn du da hingehst, der reißt sich echt den Arsch für dich auf. Ne? Denke ich mal, dass das schon damit zusammenhängt. Ne? Das ist jetzt nicht nur, weil ich so unglaublich schön bin.
Okay, sondern auch noch 25 Jahre. Das war wahrscheinlich, ja, das schön werden. Ja. Nein, das ist langsam alles noch, kaputt. Noch eine Frage. Hast du bei diesen ganzen, hast du irgendwann, ist das in Frage gestellt? So dieses, was mache ich hier eigentlich? Oder habe ich da Bock drauf? Oder hast du irgendwann zwischendurch gedacht, vielleicht mache ich noch irgendwas anderes? Oder jetzt habe ich keine Lust mehr, noch ein Album zu machen mit irgendwem? Oder? Ah, das hat mir jahrelang echt Spaß gemacht. Ich habe wirklich viel Spaß dabei gehabt. Es war natürlich auch manchmal anstrengend. Ne? Also ich habe tatsächlich vielleicht nach 20 Jahren habe ich echt so einen Downer gekriegt. Da habe ich dann irgendwann gedacht, so, Alter, jetzt geht es mir aber auch echt auf den Sack. Ne? weil ich ja, ich war gar nicht mehr Herr über mein eigenes Leben, so, ne? Sondern ich habe immer nur gearbeitet und es waren immer diese Zwänge und dann von allen Seiten haben alle an mir gezerrt. Ist doch immer noch so. Es ist nicht mehr so schlimm. Es ist nicht mehr so schlimm, wie es war. Ich kann es bloß nicht mehr so gut, ich kann es natürlich nicht mehr ganz genau so gut kompensieren, wie ich das früher konnte. Früher, also es war wirklich krass. Manche Leute haben gedacht, du hast echt einen Erwachsen. und ich konnte das alles gut wegstecken und ich habe wirklich viel mehr gemacht als andere tatsächlich. Also ich habe wirklich viel gearbeitet. Hier, Olaf hat immer gesagt, Alter, du machst ja dreimal so viel wie ich das und ich schaffe noch nicht mal das, was ich machen muss, so ungefähr. Ne? Oder da ist es mir schon zu viel. Ne? Also das war lustig halt irgendwie. Aber es hat mir nie was ausgemacht. Das hat mir, das ist so ein bisschen, ich konnte da Energie draus ziehen. Ne? Ich habe was gemacht und das hat mir Energie gegeben. Aber irgendwann, wenn du merkst, und das funktioniert auch immer noch, aber es muss was von den Leuten zurückkommen, ne? Wenn du merkst irgendwann, dass die Leute dich nur auslutschen, dann ist es irgendwann schwierig nachzutanken an Energie und dann hast du irgendwann keinen Bock mehr. Ich hatte schon wirklich so eine Downer-Phase, wo ich echt keinen Bock mehr hatte. Ne? Da hat es mir keinen Spaß mehr gemacht und da hat es noch nicht mal Gitarre spielen mehr Spaß gemacht. Aber ich glaube, viele haben so eine Phase halt irgendwie. Ne? Da ging es mir auch nicht so richtig gut und aber das habe ich schon lange nicht mehr. Also ich habe jetzt momentan, ja, klingt zwar blöd, aber besonders die Corona-Phase hat mir nochmal richtig Schub gegeben irgendwie, weil ich einfach viel Zeit hatte und nicht so gestresst war wie sonst, obwohl ich sehr viel zu tun habe und da bin ich auch dankbar für, wirklich viel zu tun. Ich mache viele Sachen, aber ich war trotzdem nicht so gejagt und jetzt, ich habe wirklich mich hingesetzt morgens teilweise, habe Gitarre gespielt und es war so schön ruhig, ich musste nirgendwo hin und irgendwie hat es auch was gehabt, natürlich. Ne? Natürlich ist die Krankheit an sich scheiße, das ist ja klar, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, aber das war schon irgendwie auch nochmal so ein bisschen Augenöffner für andere Sachen. Ne? Ja. Und man kann überall also seine positiven Dinger rausziehen, ja, würde ich sagen. Eigentlich komisch, ne? Weil gerade in der, ich sag mal, in dem Bereich, wo du arbeitest, ist ja für viele Leute richtig scheiße gerade. Ist für viele Leute richtig scheiße. Also schwierig und ganz anders also, und Sachen ändern sich irgendwie. Besonders im Live-Segment, also, ne? Also ist ja erstaunlich, dass Studio du so weitermachen kannst, praktisch. Wie bitte? Ist ja erstaunlich, dass du so weitermachen kannst wie vorher, praktisch mit deiner Arbeit und das. Naja, und nicht so wie vorher. Ich meine, wir mussten ja auch viele Konzerte absagen, aber dafür hatte ich halt einfach trotzdem den ganzen Sommer zu Hause zu tun. Und viele Leute haben halt einfach jetzt Produktionen gemacht. Und ich habe, ja, wie gesagt, immer das Glück gehabt, dass ich mich, also auch jetzt in der Zeit, habe ich keine Probleme, Jobs zu kriegen. Also ich hab nie eine Lücke. Nie. Ich kenne das nicht. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben eine Lücke gehabt, weil ich nichts zu tun hatte, weil ich kein Jobangebot hatte. Sondern ich musste mir, wenn dann überhaupt mal eine Woche Lücke schaffen oder sowas. Ich habe immer was zu tun. Ne? Und das war jetzt in Corona nicht anders, in der Corona-Zeit. Und mal sehen vielleicht, wie es nächstes Jahr ist, mal schauen, es geht ja noch ein bisschen weiter. Mir hat es jedenfalls so ein bisschen Ruhe zurückgegeben und so ein bisschen, oder ein bisschen sehr viel Spaß an dem Beruf. Ich gehe jetzt momentan ganz anders ran und ich habe so richtig aufgetankt und habe noch mal ein bisschen was ich so ein bisschen im Laufe der letzten Jahre in die falsche Richtung in meinem Kopf entwickelt hat. Und damit meine ich, dass es mich echt teilweise gestresst hat und dass ich ein bisschen Geduld verloren habe, hatte eine Zeit lang, ne, Sachen zu machen. Und nicht, dass ich jetzt nicht mehr kooperativ war oder so, aber das war nicht mehr so einfach für mich, einfach alles zu machen, wie die Leute das wollten und immer alles für alle zu machen. Ne? Was ich jetzt mache, ist, ich bin wirklich nochmal cooler geworden, aber gleichzeitig auch bestimmter,
zu äußern, wo ich keinen Bock mehr drauf habe. Und ich habe einfach gemerkt, so, jetzt neuer Teil, neuer Abschnitt in meinem Leben. Ab jetzt mache ich Sachen so und so, weil ich merke, dass es mir nicht gut tut. Und ich habe das komplett umgedreht. Gestresst bin ich immer noch manchmal. aber hätte ich so weitergemacht wie vorher, dann wäre ich jetzt schon, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich in Behandlung festgeschnallt. Ne, und das ist Gott sei Dank nicht passiert. Also das habe ich jetzt ganz gut hingekriegt. Und diese Corona-Phase, die echt die beruhigende Wirkung hatte, hat da echt zu beigetragen. Ich gehe ganz anders an Sachen ran jetzt. Es ist sehr angenehm. Und ich spreche sehr offen mit Leuten und sage alles, wie ich es denke. Sag, das kann ich nicht, das will ich nicht, das mache ich nicht, das habe ich nicht, das kann ich. und so, ne? Und das ist halt alles total straight. Und das macht mir voll Spaß, so straight die Sachen zu machen. Ich sage jetzt einfach, früher hatte ich immer Angst, ich habe alles gemacht. Ne? Und deswegen hatte ich auch viele Jobs, weil die Nachfolgejobs kommen, wenn du alles machst. Und wenn du Sachen ablehnst, kann auch mal passieren, dass dann irgendwie nichts mehr kommt. Ne? Also deswegen habe ich alles gemacht, deswegen hatte ich auch einen Teil davon, weswegen ich viel hatte. Jetzt sage ich halt auch einfach mal, ich kann es nicht machen. Ich kann es, was ich früher reingeschoben hätte noch, sage ich jetzt, ich mache das jetzt nicht. Ich werde verrückt, wenn ich das jetzt mache. Ich mache jetzt das, ich mache schon 5 Sachen gleichzeitig, die mache ich jetzt fertig, aber das mache ich nicht noch. Und wenn ich dann den Job verliere und diese Connection, dann ist es halt so. Ne? Und witzigerweise passiert genau das Gegenteil. Es wird halt wirklich anerkannt und die Leute warten dann einfach. Also momentan ist es so. Oder wird nicht immer so sein, bei allen Sachen, ne? Bei Leuten, die mich nicht kennen und so. Nicht, aber ja, hat gut funktioniert bisher und ich fühle mich cool. Viel besser und das ist alles total gut. Also ich glaube, ich kann ein paar Jahre schaffe ich noch. Ein paar Jahre musst du wahrscheinlich auch. Muss noch ich noch, ja klar. Bis ich tot umfalle, muss jetzt, ich was, das, muss jetzt, ich das machen. 26. Ich bin jetzt bald 27. Ja, genau. Ja, krass. Möchtest du eine Frage stellen? Sonst hätte ich noch eine. Ich finde, dass der Hai noch mal ganz viel erzählen muss jetzt, weil er immer ja. Ganz wenig redet die ganze Zeit. Eigentlich dachte ich, es ist ein Podcast, wo alle reden, aber jetzt rede ich wieder die ganze Zeit. Geht ja, du bist ja. Bin ich hier der Stargast? Du bist der Stargast. Ja, okay. Genau. Das ist doch gut. Marc, du hast eine Frage. Genau, wie kann man sich das so vorstellen? Ich meine, du hast jetzt ganz viele Sachen erzählt, die du so machst, aber jetzt zum Beispiel arbeitest und jemand kommt zu dir und sagt, ey, ich möchte mit dir als Produzent arbeiten. So, was machst du? Wie weit geht das, was du machst? Ist das irgendwie, spielst du ein Instrument für irgendwen anders? Schreibst du denn das ganze Album? Machst du gar nichts von dem? Hilfst du denn beim Aufnehmen? Ich mach alles. Also, machst alles. Ich biete alles an. So kann man das sagen. Also Für manche mache ich wirklich viel. Da mache ich wirklich fast alles. Also auch einspielen, mehrere Instrumente und arrangieren, schreiben teilweise auch, Texte und Musik. Engineeren, alles, Komplettprogramm. Ne? Also manchmal kommt halt auch einfach nur eine Band oder ein Sänger oder eine Band oder mache ich trotzdem alles. Das kommt auch vor. Oder halt nur ein Sänger und dann mache ich das mit dem zusammen, einen Teil mache ich oder was weiß ich. Ne? Ich mache wirklich das ganze Programm. Oder auch das andere Extrem, wie es gerne jetzt tatsächlich, wie wir, sagen wir, früher mal mit Schaman gearbeitet, das ist die Band nach Angra von André. Und wir haben gerade beschlossen, eine neue Platte zusammen zu machen. Was super gut ist, weil, also die haben mich wieder gefragt. Die letzte Platte habe ich auch gemacht, das ist aber schon ewig lange her. Und André ist ja leider verstorben letztes Jahr. Und die haben einen neuen Sänger und wollen die Platte gerne wieder mit mir machen. Und ich habe mich urgefreut tatsächlich, dass sie mich gefragt haben. Das ist eine brasilianische Band. Und wir haben früher wirklich so zwar auch an Songs vorher gearbeitet, zum Beispiel André und ich am Computer und so, ne, und Sachen vorbereitet und so, Songwriting, jeder hat so seine Sachen mit reingebracht. Ich habe auch ein bisschen arrangiert vorher und sowas. Ne, aber wir haben dann tatsächlich diese Ideen mit der Band ganz anders, sind wir ganz anders angegangen. Dann sind wir dann in den Proberaum gegangen oder ins Studio, haben live gespielt. Und ich habe teilweise mitgespielt, weil ich dann besser eintauchen kann. Einfach mitgespielt, damit ich in dem Song bin, ne? Damit ich wirklich das fühle, was aber passiert. Aber den Song, ne? Dann was bei der Probe so mitgelernt? Genau, da habe ich auch Gitarre gespielt oder was weiß ich, was. In dem Fall halt Gitarre. Manchmal, also bei Schamanen, also jetzt nicht immer, aber habe ich das ab und zu gemacht. Ne? Also bei anderen Bands auch. Ne? Auf jeden Fall, oder ich habe mich auch nur hingestellt und habe zugehört und drüber
nachgedacht halt. Während die da gezockt haben, habe ich mir angedacht, na, vielleicht, wie wäre es, wenn wir, also nachdem die Songs schon so eine grundsätzliche Struktur hatten, sind wir dann auch, haben wir auch die Einzel-, die Feinheiten abgestimmt im Proberaum, ne? Während, mit einer Liveband halt, ne? Wo ich wirklich als beratend dann da stehe und sage, ja komm, lass mal so probieren und dann machen wir das und dann haben wir vielleicht was aufgenommen und dann kann man gleich gucken, wie das funktioniert. Und das ist eigentlich sehr interessant. Also das mache ich auch. Dann gehe ich in den Proberaum, probe mit denen oder wir arbeiten an Songs oder es gibt auch Situationen, Bands, was eigentlich eher weniger war, aber was natürlich auch war, wo man wirklich nur aufnimmt und sagt, zu hoch, zu tief, zu schnell, zu langsam. Ne? Zu schlecht. Zu schlecht. Zu gut kommt selten. Ne? Kam auch, gibt's auch. Ne? Also meistens ist, hatte ich allerdings immer einen relativ großen künstlerischen Einfluss und habe mich immer eingebracht. Ne? Das war, ich glaube, das ist einfach meine Stärke, ne? Mich künstlerisch einzubringen. Und deswegen hab ich auch viele von den Bands, mit denen ich habe ja mit vielen Bands wirklich über lange Zeiträume gearbeitet. Ne? Deswegen, weil ich mich so künstlerisch eingebracht habe oder kreativ, war ich natürlich immer so ein bisschen Teil davon geworden. Ne? Und deswegen sind die auch immer wieder gekommen. Woher, weiß man an der Stelle, habe ich gerade überlegt, wann sowas richtig ist, sag ich mal. Ne, zum Beispiel, wir machen was zusammen, wir kommen zu dir und haben ein Album oder irgendwas und du sagst, nee, lass mal so machen, lass mal andersrum, höher, tiefer, keine Ahnung. Woher weißt du oder in dem Moment denkst du darüber nach? Hast du so, weiß jetzt nicht genau, aber lass mal probieren oder wo ist das ein Gefühl, was du den Leuten dann rätst oder mit denen machst im Prinzip? Naja, das entwickelt sich natürlich über die Jahre. Ne? Es ist so, dass ich am Anfang, ich mache ja schon urlange Musik, das heißt, als ich angefangen hatte zu produzieren oder halt an Produktionen mitzuwirken, da habe ich ja schon fast 10 Jahre Musik gemacht. Ne? Und ich war wirklich am Anfang richtig extrem. Ich habe mit 15 oder so schon in 5, 6 Bands gleichzeitig gespielt. Ne? Also ich war wirklich extrem. Ne? Und ich war auch zu der Zeit schon recht okay. Also ich hatte einen ganz guten Ruf hier. Ne? Und habe wirklich viel gemacht. Und ich war auch oft derjenige, der ein bisschen der Motor war, die treibende kreative Kraft. Irgendwie, ich habe das nicht an mich gerissen, aber es kommt natürlich daraus, wenn jemand einfach viel in sich drin hat, da was er, ne, und da kommt sonst nichts, dann macht der das natürlich, der die Ideen hat. Wenn alle sonst da sitzen, so, ja, dann übernimmst du halt irgendwann das Ruder, ne, und das habe ich halt oft getan einfach, das war halt irgendwie automatisch oft in den Bands, wo nicht immer, aber oft, und daraus hat sich wahrscheinlich diese Rolle auch so ein bisschen ergeben, dass mir das liegt. Und als ich angefangen habe zu produzieren, war ich das schon gewohnt, derjenige zu sein, der Ideen gibt, Sachen vorschlägt, könnte man so machen. Und über die Jahre habe ich natürlich gelernt, wie geht man gewisse Probleme an, wie erkennt man das und das, mit was für Tricks kann man das und das erreichen. Und irgendwann hast du so ein Repertoire, wo du gar nicht mehr drüber nachdenkst, dann ich weiß jetzt ziemlich gut, relativ schnell meistens, was ich zu tun habe, um gewisse Sachen zu machen. Ne? Manchmal ist es allerdings auch ganz gut, mal aus diesen Konventionen auszubrechen oder aus den Sachen, die man sich so über Jahre aufgebaut hat, einfach mal total anders zu machen. Gutes Beispiel ist, was wir jetzt gerade zusammen machen, also wir, ja. Auch, also ihr und ich und Joe aus England, das war zum Beispiel so eine richtige Traumproduktion. Wir haben zwar schon mit Virgo damals, also ich habe schon öfter was, immer wenn ich was selber gemacht habe, habe ich das natürlich gerne so gemacht, wie ich es mir vorstelle, wie man Musik macht. Ne? Und das war eigentlich immer so ein bisschen kommunikativer. Gute Musiker, die zusammen was erschaffen. Ne? Finde ich geil. Ne? Habe ich halt nicht immer gehabt in meiner Karriere, deswegen habe ich das oft selber machen müssen. Aber das heißt nicht, dass ich ein Egomane bin, der halt irgendwie alles selber machen muss, ne? Sondern ich liebe das, wenn was entsteht halt, ne? Aber es gab es halt viele Jahre nicht so häufig, ne? Und ich habe es ein paar Mal gemacht, das war mit Wire Pushers, eine eigene Band, die ich hatte. Bei Virgo war es auch so, das war echt ein cooler, kreativer Prozess. Ich habe zwar vorher Demos gemacht, aber wir haben trotzdem, sind wir dann nochmal mit der ganzen Band drüber gegangen, haben live aufgenommen,
Ich hab Einfluss von den Leuten zugelassen. Ne? Also ich war ja da nie so total verbohrt. Ne? Und das ist echt geil geworden deswegen. Es hat wirklich Spirit gekriegt. Wirepushers auch. Und besonders jetzt auch diese Joe-Geschichte mit Joe Don't Try heißt es. Da habe ich Songs geschrieben mit ihm. Wir haben uns so zusammengetan. Irgendwie, wir hatten uns kennengelernt in L.A. Und das ist halt echt ein cooler Typ und das ist wirklich jemand, der Musik macht, komplett aus dem Bauch. Also der denkt überhaupt nicht über irgendwelche Sachen nach. Der weiß wahrscheinlich auch gar nicht viel. Ne? Ist auch gut so. Ne? Der macht einfach, das ist ein richtiger Künstler, aber im Prinzip in Anführungsstrichen macht er einfach nur, was er fühlt. Er kann nichts. Naiv ein bisschen, ne? Auch. Naiv wäre der falsche Ausdruck vielleicht, weil ja, naiv vielleicht wirkt wahrscheinlich naiv. Wirkt das, ja, es ist tatsächlich irgendwie naiv, aber naiv hat irgendwie auch so einen negativen Touch. Das stimmt. Es ist nicht negativ, es ist halt einfach im Prinzip die urtümliche Gefühle werden dabei rausgekitzelt, weil es einfach so welche sind. Weil er einfach Musik macht aus diesen Beweggründen. Und das merkst du halt einfach. Ne? Und ich eigentlich auch. Tatsächlich. Ich bin ein totaler Bauchtyp. Ich bin kein großartiger Nerd eigentlich. Ne? Ich habe bloß einfach viel gemacht und habe relativ viel Erfahrung gesammelt, aber ich bin alles andere als ein Nerd. Also ich bin wirklich, da kenne ich also welche, ne? Also die das, aber ich bin kein Nerd. Ne? Ich habe zwar auch mit Equipment und so, klar, ne? Alle Gitarristen sind so ein bisschen Nerd irgendwie auf eine Art und Weise, aber speziell, wenn es um Musik geht an sich, bin ich eigentlich nicht besonders nerdig, sondern sehr, sehr bauchmäßig. Und das hat zum Beispiel auch mal die Zusammenarbeit von Miro und mir ausgezeichnet. Nicht, dass er jetzt ein totaler Nerd ist, aber er ist immer sehr viel kopfmäßiger rangegangen. Also nicht, dass er jetzt keinen Bauch hat, ne? Klein hat er auch schon. sondern er ist halt einfach, weißt du, wenn er ein Arrangement gemacht hat, sagt, ja, das ist so und so, dann würde ich jetzt so und so rangehen und ich mache das halt einfach irgendwie. Ne? Ja. Und alles hat seine Vor- und Nachteile und deswegen waren wir immer ein gutes Team. Ne? Und bei der Joe-Geschichte habe ich halt gedacht, Joe, du musst mir vertrauen. Diese Musik ist die richtige Musik, um das zu machen, was ich seit Jahren wieder machen möchte. Und das wird sie so nach vorne bringen. Wir müssen einfach eine Band zusammenstellen oder ich stelle eine Band zusammen, weil ich hatte sie schon im Kopf natürlich. Mit netten, geilen Musikern, wo ich weiß, dass die irgendwie auch eine Vision haben und einfach irgendwie auch einen Teil dazu beitragen können, die wir zusammenpacken. Wir werden denen die groben, rohen Ideen vorstellen und im Studio und dann werden wir sehen, was daraus entsteht. Also wir werden alle Einflüsse zulassen und gucken, wie Leute zusammen kreativ sein können, basierend auf unsere Grundideen von Songs. Und das haben wir da gemacht. Und es hat mega gut funktioniert. Also das ist wieder ganz anders geworden als andere Produktionen, wo viel nicht dem Zufall überlassen wird, sondern der Chemie, der Situation irgendwie. Und die hat extremst gut funktioniert bei der Produktion. Wir haben 3 Sessions gemacht. Das war wirklich nach der ersten Session, ich bin fast heulend nach Hause gefahren. Also heulend nicht, sondern ich war echt glücklich, weil ich gesagt, wow, deswegen habe ich mal angefangen, Musik zu machen, um sowas zu machen, was wir hier gemacht haben. Was da passiert war, war irgendwie schon fast magisch, wenn ich ehrlich bin. Ne? Also ich habe mich so gefreut darüber, dass es sowas gibt halt. Ne? Und ja, dann habe ich, das hat mir übrigens auch viel Energie gegeben. Ja, jetzt in den letzten Jahren habe ich gedacht, wow, es gibt noch eine andere Seite. Ne? Und es interessiert auch Leute. Ne? Es ist zwar jetzt noch nicht groß geworden oder bekannt geworden, aber witzigerweise jedem, dem man das vorspielt, die erkennen das und die hören das und das sagt mir, das ist irgendwie richtig. Wir haben bloß noch nicht den richtigen Weg gefunden, wie das ganz viele Leute geil finden, aber das ist einfach da bei den Leuten. Das ist irgendwie vorhanden und ich denke, das werden wir noch rauskitzeln, dass auch andere Leute das hören wollen, weil es nämlich wirklich rüberkommt bei der Produktion. Und das war geil. Also wirklich, wir haben uns in einen Raum gesetzt und haben wirklich zusammen Musik gemacht und waren zusammen kreativ und das ist bei rausgekommen und es ist echt ein beachtliches Resultat, finde ich, dafür. Es ist was niemals jemand alleine hätte sich ausdenken können. Das ist einfach. Sind ja auch viele kreative Leute dabei gewesen. Genau.
die wirklich jahrelang Erfahrung gesammelt haben. Ja. Das hat man auch gemerkt. Ja, für, das war jetzt wirklich nicht irgendwie. Und nette Leute vor allen Dingen. Ja, ja, also es, ne? War nicht so ein, ja, ich rate mal jetzt, was ich spiele, sondern es war wirklich so viel Intuitives dabei. Also ich mache das jetzt, weil das fühlt sich gut an. Und ich hatte das Gefühl, ich hab das ja ein bisschen mitgefilmt, ich hatte das Gefühl, dass die Leute wirklich ihr Gefühl direkt anwenden konnten und spielen konnten. Das sind alles Leute, die über diesen Berg sind, dass sie halt, guck mal, zum Beispiel, ich habe auch am Anfang meiner Karriere viel technischer gespielt zum Beispiel. Ich war auch quasi in Anführungsstrichen viel besser auf der Gitarre früher. Also ich konnte da Sachen spielen, die kann ich gar nicht mehr spielen heute. Ne? Ja. Weil ich meine Technik irgendwann umgestellt habe und das interessiert mich auch nicht mehr. Ne? Das ist auch nicht wichtig für mich. Aber man hat natürlich diese Grundlagen geschaffen. Ne? Also man hat viele Sachen gelernt und ich glaube gelernt, um sie wieder zu vergessen. Und alle sind an diesem Punkt schon gewesen, die in dieser Band sind. Ne? Die sind alle, ich meine, es gibt Leute, die wirklich viel spielen und in der Band, also ich zum Beispiel Corvin, ne? Also André auch, eigentlich alle. Ne? Die sind also wirklich, die stehen voll im Saft, sage ich jetzt mal so, und sind halt trainiert, haben aber auch schon so viel gemacht, dass sie so viel Erfahrung haben, dass sie nicht alles spielen müssen, was sie können. Ne? Ja. Und die haben jetzt einfach so einen großen Fundus an Sachen, wo man einfach sagen kann, okay, jetzt höre ich dieses Lied und das vermittelt mir dieses und jenes Gefühl. Wie kann ich dieses Gefühl transportieren? Und da schaltet man komplett aus. Also nicht komplett, das ist wahrscheinlich schwierig, aber ziemlich einen großen Teil von der Geschichte, wie kann ich jetzt irgendwie hinbekommen, dass ich irgendwie hier geil rüberkomme, ne? Mit meiner Leistung oder so. Mhm. Das ist komplett im Hintergrund gewesen, nebensächlich gewesen. Wichtig war, hey, was bringt den Song nach vorne? Wie kann man das geil machen und so? Und wenn ich nur einen Ton spiele, ich habe auch so ein Lied, da spiele ich bis, also 4 Minuten lang oder 3 Minuten lang einen Ton, glaube ich. Ne? Ja. Weil das gut war, weil das da gepasst hat. Genau. Und muss man auch erstmal können, ne? Das ist wichtig. Ist voll wichtig, dass die Technik im Prinzip nicht im Vordergrund gerät, sondern im Prinzip die Technik dafür genutzt wird, um Emotionen halt hervorzubringen. Genau. Und sobald das die Technik nicht macht, sollte man das weglassen. Das ist ja, das heißt ein Ego, überall, ja, das ist überall so. Also ja, wenn man kreative Arbeit macht, zum Beispiel beim Film auch, du könntest ja voll nur die ganze Zeit technische Sachen machen. Das kann ja auch beeindruckend sein. Das ist ja auch für in gewissen Zusammenhängen wirkungsvoll. Ne? Genau, aber irgendwann nicht mehr. Nee, aber das, weißt du, man kann es gut vergleichen. Wenn du vom Film gerade redest, das ist ja ganz interessant. Jetzt machst du halt irgendwie so einen total Sci-Fi sonst was Film, ne, und knallst das zu mit Effekten, da wirken die Effekte gut, ne, weil das passt einfach zusammen. Jetzt drehst du, aber machst eine Neuverfilmung vom Winde verweht, da kommst du nicht so weit mit deinen Effekten, ne, genau. Sondern da musst du Emotionen übertragen und das geht anders. Ja. Und das kann man auf Musik übertragen, ne, und das ist eigentlich ein gutes Beispiel, was du gebracht hast. Das ist es ist gut, wenn man diese Effekte kennt, selbst wenn man sie gar nicht benutzt. Ja. Verstehst du? Weil aus diesem Grundwissen kann man was ziehen. Wieder, ne? Ich denke mal, bei Musik und auch beim Film ist es eigentlich kein großer Unterschied. Geht es oft darum, ich will nicht sagen immer, Emotionen zu vermitteln. Das ist das, was die meisten davon gerne mit nach Hause nehmen. Ne? Also die meisten gehen ins Kino oder halt hören Musik oder so, um dann eine gewisse Stimmung zu bekommen, ne? Denke ich mal. Ne? Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, geil, Alter, wie fett geil, schnell spielt in der Gitarre, ist ja Wahnsinn. Ne? Ja. Aber das ist seltensten Fällen, hört man diese Leute Musik zu konsumieren auf eine Art, dass sie halt wirklich da sitzen und das genießen. Ach, schöne Musik, ne? Sondern die würden dann da sitzen, vielleicht zweiter, dritt, Alter, hast du gehört, was der da gezockt hat? Ja, Wahnsinn. 160 aber BPM, hörst du dir das an und setzt dich damit am Kopf und sagst, geil, Alter. Ne? Ja. Das machst du nicht. Ne? Ja. Und es ist auch beeindruckend, so einen Effektfilm zu sehen oder so einen Clip, denkst du, Alter, Wahnsinn, ne? Aber so ist unser Leben nicht. Das reicht für einmal gucken. Ich wollte gerade sagen, das ist ganz kurz.
Und dann ist halt... Genau. Und das auch mal okay, so einen Effekt einzusetzen, wenn es passt in der Musik. Ne? Und das, ja. Es gibt natürlich Musikrichtungen, die haben sich dorthin entwickelt so ein bisschen. Ne? Und auch, ja. auch beim Film ist das das Gleiche. Musik ist fast noch extremer. Wenn Leute, ich will jetzt nichts Böses sagen oder so, aber wenn Leute diesen das nicht schaffen, ne? Witzigerweise ist es oftmals so, dass die technisch guten Leute das schaffen. Ne? Und also viele von den Bands, die halt jetzt, ich sag mal, progressiv unterwegs sind, ist oftmals so, dass der Horizont gar nicht mal so weit ist. Klingt das, ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, ne? Aber ich kenne viele Musiker, die das alles gemacht haben und das dann abgelegt haben und dann aus diesem ganzen Fundus schöpfen und das nicht mehr nötig haben. Aber es gibt Leute, es ist nicht immer so. Es gibt auch Leute, die das irgendwie verbinden können. Es gibt wenige, oder meiner Meinung nach, nicht ganz so viele Bands aus diesem Bereich, die wirklich das auch noch kombinieren können. Ne? Also Emotionen und diese ganze Technik und das alles so in Einklang bringen. Ne? Ja. Meistens ist es eher störend, diese ganze Technik. Aber oftmals ist es halt auch so eine einfache Möglichkeit, irgendwie Zeit und Raum zu füllen mit irgendwas. Weißt du? Weil es ist nicht so einfach, auf dieses Level zu kommen, dass man wirklich von wirklichen Emotionen spricht in der Kunst. Ja. Ne? Und das muss halt auch, wie gesagt, das muss nichts Schweres sein. Ne? Das kann ganz einfache Sachen sein. Wie zum Beispiel, ich habe ja gerade gesagt, die Band ist eigentlich technisch sehr versiert um Joe, ne? Aber Joe eigentlich nicht. Das ist ein Punkt, das wollte ich sagen. Jetzt fand ich eigentlich krass. Überhaupt nicht, ne? Aber es ist egal, weil, und keiner von uns sieht, und das ist nämlich ganz oft in der Musikszene so, das ist nämlich ein Punkt, dieses Herabgeschaue von irgendwelchen Leuten, die dann halt technisch so meinen, sie sind jetzt irgendwie die Geilsten, sind die gucken so, so einfache Musik, sowas gebe ich mir ja gar nicht und so, ne? Schrecklich, ne? Also es ist für mich Ich fand es beeindruckend, dass er sich dadurch nicht hat einschüchtern lassen. Ganz ehrlich, er hat sich, ich habe ja mit ihm gesprochen und er hatte ganz doll Angst am ersten Tag. Okay. Also am ersten Tag war er wirklich unsicher. Wenn ich mir das vorstelle. So er war unsicher, er hat mir gesagt, er hatte wirklich gedacht, Alter, was mache ich hier? Ja. Ne? Weil er gemerkt hat, wir haben alle viel mehr Erfahrung, ist auch viel jünger, ne? Aber zusätzlich tatsächlich auch eigentlich kein trainierter Musiker. Hat Bass gespielt, ne? In einer Death-Metal-Band und hat auch so ein Zeug gesungen, ne? Und spielt ein bisschen Gitarre, ne? Aber ist wirklich nicht, kein versierter Gitarrist oder sowas, überhaupt nicht, ne? Und, sondern er ist einfach ein geiler Typ. Geiler Typ, der was zu sagen hat. Ja. Und aber in dieser Runde, wo er sich dann plötzlich befunden hat, ne? Wo alle mit Leichtigkeit im Prinzip erstmal so alles machen, ja. aus dem Ärmel geschüttelt haben, ne? Okay, dann machen wir den halt so, machen wir den halt so als Tango, ist auch geil. Komm, probieren wir mal, ne? Oh, cool. Und dann Akkordeon und ja, hier, was weiß ich, ne? Da saß er da so, ach du Scheiße, ne? Was soll ich denn jetzt hier dazu beitragen? Aber das ging ganz schnell, dass er gemerkt hat, dass dieses ganze Ding, Musik machen, kreativ sein, zusammen Sachen machen, erstmal auf Respekt basiert. Wenn man Respekt voreinander hat, dann kann man auch geile Sachen zusammen machen. Und Respekt basiert, ist nicht mal darauf aufgebaut, jedenfalls nicht für mich, und es sollte es nicht sein, generell denke ich mal, ob jemand jetzt zum Beispiel technisch total versiert ist oder was weiß ich, ne? Sondern ich habe Respekt für ihn als Menschen, als Künstler und als jemand, der was zu sagen hat. Ne? Wie der das nun sagt, das ist egal. Aber er hat was zu sagen und er kann es sagen und er kann sich halt irgendwie auf seine Art präsentieren da, ne? Und das soll er auch tun. Also er hatte, glaube ich, ein bisschen das Gefühl am Anfang, er muss das jetzt auch irgendwie alles umschwingen. Also auf sing mal so. Ich habe immer von Anfang an gesagt, du singst, wie du singst, ne? Wir schmiegen uns an dich an, um dich rum. Ne? Und wir müssen jetzt nur so einen Weg finden, erstmal so einen Anfang und so. Ne? Und das ging ganz schnell. Ne? Dann hat er den ersten Song gesungen und dann vielleicht noch ein bisschen unsicher am Anfang und plötzlich hat er sich wohl gefühlt und das ging nur noch darum, Musik zu machen und das um ihn drum zu machen. Halt irgendwie. Ne? Und es gab nicht einen Ansatz davon, dass jemand
Und dann irgendwie gesagt hätte, ja, der ist ja noch nicht so gut wie wir oder so. Das ist totaler Bullshit. Es interessiert kein Schwein da, weil es alles gestandene Musiker sind, die halt einfach, und Persönlichkeiten im Übrigen auch. Es gibt natürlich auch gestandene Musiker, die einfach Arschlöcher sind und Idioten. Mit denen kannst du nicht arbeiten. Ne? Das gibt es natürlich, gibt es in jedem Beruf. Ne? Ja. Und gerade bei sowas, wo man natürlich so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen kann, ist natürlich so ein kleines Spielwiese für solche Leute irgendwie. Ne? Aber die guten Leute, die ich kenne, sind so nicht. Ne? Also das ist... das ist ganz anders. Und die Band, die ich da ausgesucht habe oder zusammengestellt hat, hat sich wirklich kannst du mal kurz sagen, wer das ist? Das haben wir noch nicht. Das ist Jamie Little an Drums. Den habe ich kennengelernt bei Uli John Roth. Er hat bei Uli John Roth gespielt, wo ich auch quasi den Corvin kennengelernt habe. Corvin Bahn, der Keyboards spielt. Mit dem ich dann auch mehrere Projekte schon gemacht hatte. Und er spielt auch in meiner Band Masters of Ceremony. Und ja, wir haben uns, glaube ich, das erste Mal, ich weiß gar nicht, war das auf dem Schiff? Auf irgendeinem, ja, könnte sein, Full Metal Cruise oder sowas. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir uns das erste Mal getroffen haben. Jedenfalls, das hat von Anfang an auch gefunzt und wir haben uns immer gut verstanden und auch musikalisch und so. Und haben dann relativ viel schon gleich zusammen gemacht. Und wie gesagt, Jamie kannte ich von der Aufnahme mit Uli John Roth. Da habe ich bei der Aufnahme gedacht, wow, wenn ich mal einen Drummer brauche in dieser Richtung, weil das ein bisschen cooler ist, das ist er. Das ist, ich hab eigentlich noch nie so einen Drummer gesehen, der so, es gibt gute Drummer natürlich, viele. Ich habe immer gerne auch mit Robert gearbeitet zum Beispiel, wo ich vorhin schon von gesprochen habe, aus mega Drummer. Aber Jamie war auch war noch mal so ein bisschen anders, hat irgendwie anders gespielt als andere. Ne? Robert spielt auch anders tatsächlich. Aber es war jetzt, ich habe ihn gehört, habe gedacht, wow, mit dem möchte ich unbedingt mal was machen. Ne? Und das hat sich super bewährt. Das hat sich wirklich super bewährt. Der war halt kreativ, total cooler Typ. Hat nicht nur gut gespielt, sondern auch Sounds angeboten, hat sein Drumset umgebaut, hat da Ketten drüber gehangen, hat dies gemacht, das gemacht, hat sich immer Gedanken gemacht, wie könnte man das zum Klingen bringen, ne? So wie Corvin auch, ne? Und wir sind aber relativ einfach halt an diese Sache rangegangen, einfache Instrumentationen und so. Und als Bassisten habe ich dann André ausgewählt, meinen alten Freund André, mit dem ich schon in meiner ersten Band zusammengespielt habe, also als wir 12 waren, Season, den ich also schon 12 bis 26, 14 Jahre kenne. Also ich kenne ihn schon sehr lange und war jetzt gerade in den letzten Jahren halt mit ihm auch viel unterwegs, also weil er auch in der Liveband von Avantasia spielt. Und wir haben dann also schon ein paar Welttourneen zusammen gemacht und so. Wir haben zwischenzeitlich lange Zeit nichts gemacht und er hat ganz woanders gearbeitet und so, ne? Aber ganz aus den Augen verloren hatten wir uns nie. Und ich bin echt froh, dass wir jetzt wieder mehr machen. Er spielt auch bei Masters of Ceremony Bass. Spielt überall, schon immer. Ja, ja, ich guck mal, ich habe immer versucht mit den Leuten, also auch mit Miro zum Beispiel, auch Robert, oder Robert ist hat Lehrer, ne, seit einigen Jahren und nicht mehr so involviert, wie er das mal war, ne, aber auch als er das noch gemacht hat, weil er halt einfach so unglaublich gut war auch, ne. Also ich habe das Glück gehabt, ich bin aufgewachsen mit Leuten, die einfach total nett sind und unglaublich gut. Und dann habe ich natürlich immer diese Leute versucht einzubringen in die Projekte, in denen ich gearbeitet habe, weil es natürlich eine sichere Bank irgendwie, ne, fand ich. Also für mich war das immer angenehm, so ein bisschen Family-mäßig, ne. Ich weiß, der ist gut, der ist total nett, der ist total cool, warum soll ich denn 1000 Sachen ausprobieren, wenn ich denn doch schon Leute habe, mit denen ich da happy bin, ne. Und ich würde es immer wieder so machen. Also die Band von Joe war totaler Glücksgriff, diese Auswahl von Leuten, ne. Kann mir jetzt nichts besser vorstellen da. Wie das, es ist so gut gelaufen, es war einfach krass, ja. War echt gut. Ne? Kann immer besser machen, ne? Also perfekt ist nie, aber es ist schon echt gut gelaufen und es hat wirklich Spaß gemacht und
war endlich mal wieder eine ganz andere Facette im musikalischen Schaffen so. Und ich bin froh, dass wir das angefangen haben. Und ich freue mich schon auf die nächsten Sachen tatsächlich, weil die wahrscheinlich auch wieder so machen werden. Und das echt cool ist. Du machst ja viele kreative Sachen. Ja. Generell, deine Arbeit ist sehr lastig. Also lastig. Kreativ lastig. Und wenn du zum Beispiel produzierst, also für diejenigen, die sich damit nicht auskennen, ein Produzent, der muss ja auch im Prinzip Richtung vorgeben oder mitdenken, in welche Richtung kann man den Song jetzt schieben. Ja, kommt drauf an. Oder? Es kommt drauf an, ne, wie man da rangeht. Ich war eigentlich immer ein Produzent. Wenn nichts da ist, ne, dann muss man natürlich was erschaffen. Aber ich war eigentlich immer ein Produzent, der versucht hat, wenn was da war, wenn was Gutes da war, wenn nichts da ist, muss man halt was machen. Wenn was Cooles da war, man sagt, das ist cool an der Sache, ne? Also das ist das Ding bei denen oder so, ne? Dann habe ich immer versucht, diese Sachen zu verstärken. Ja. Ich habe mir das versucht rauszupicken, was ist denn eigentlich geil an dieser Band oder an dieser Sache, und das müssen wir halt irgendwie rausarbeiten, ne? Also ich habe nie versucht, meinen Stempel aufzudrücken. Automatisch tut man das natürlich so auf eine gewisse Art und Weise immer, weil man natürlich aus seinen Erfahrungen schöpft und Sachen natürlich auch ein bisschen Automatismen mit sich einschleichen, ne, über die Jahre, ist ja klar. Aber eigentlich habe ich immer versucht, immer neu ranzugehen an jede Produktion. Also ich habe mir das angeguckt und gesagt, das ist aber geil, es ist ja geil, wenn die, keine Ahnung, die Sängerin, die singt so soft und hoch und so sanft, und die Musik ist ein bisschen härter. Sonst habe ich aber immer nur so Metal-Sänger gemacht, die voll Brett singen. Dann kann ich doch nicht diese, weil ich das immer sonst gemacht habe, die sie auch so produzieren, sondern dann denke ich so, ja geil, dann müssen wir die halt, das müssen wir jetzt rausbringen, das müssen wir halt irgendwie featuren, dass das noch erhalten bleibt. André ist übrigens ein gutes Beispiel, wo wir ja schon oft von gesprochen haben, bei Angra, weil er ja auch eher eine sanfte, hohe, feine Stimme hatte. Das ist auch nicht so brutal produziert worden, was auch schlau war, finde ich, für diese Band, ja. Weil das einen speziellen eigenen Sound gegeben hat. Ne? Ja. Und gehe ich daran. Halt irgendwie, was sagt mir die Produktion, was sagt mir der Künstler, wie kann ich das verstärken? Genau. Und für diese Kreativität, das ist, ich habe gesehen, dass du relativ schnell sehr kreativ sein kannst. Und ich weiß nicht, wie viel du darüber nachgedacht hast, woher das kommt. Hattest du das schon von Anfang an? Wahrscheinlich nicht. Du musst wahrscheinlich dein Repertoire aufbauen und auch viel dazulernen. Aber vielleicht kannst du ja mal kurz sagen, also ich weiß, dass du ja viele Musikrichtungen machst und dass du irgendwie gefühlt alles kannst. Gefühlt. Also ich habe viele Genres von dir gehört und echt gute Sachen dabei. Also, das sind auch gute Sachen. Sind auch gute Sachen dabei. Ne? Also, danke, jetzt gehe ich. Naja, was ich damit meine, du kannst. Wir haben vorher abgemacht, ultimative Lobhudelei. Und jetzt kommt sowas hier. Du bist nicht nur in einem Genre irgendwie gut, sondern du kannst anscheinend mehrere Sachen machen. Ist das so, weil du dich auch dafür interessierst oder weil es für dich irgendwie gleich ist? Das ist, glaube ich, eine Frage, ob man offen ist erstmal anderen, allen Sachen gegenüber. Und dann kann man das, was man macht, in Einklang bringen mit den verschiedenen Genres, würde ich sagen. Man muss jetzt nicht jedes Genre lernen, sondern man muss einfach offen sein und gucken, was passiert denn eigentlich in so einem Dings da. Und dann kann man versuchen zu adaptieren, das, was man macht, da einzubringen halt irgendwie, ne? Und damit dann das zu vermischen, dann vermischt sich das halt irgendwie wieder. Ne? Ich war auf jeden Fall nie ein Jazz-Gitarrist oder ein Metal-Gitarrist sondern ich war immer irgendwo zwischen den Welten, ne? Und habe mich dann meinen Sound irgendwie angepasst auf das, was ich gerade gemacht habe. Ne? Aber ich im Prinzip sage ich jetzt nicht, ich spiele jetzt das und das, sondern ich spiele immer so, wie ich natürlicherweise spiele. Okay. Wenn ich spiele. Also ich schlage im Prinzip immer das Gleiche vor. Weißt du, was ich meine? Ich denke nicht in Kategorien oder in Sparten, Musikrichtungen, sondern es kommt alles so aus dem Fundus, was ich halt
irgendwie so aufgebaut habe in mir. Und was das für eine Musik ist, das ist eigentlich scheißegal. Ja, letztendlich ist es ja alles Musik. Ja. Deswegen fand ich es auch gut, dass du gerade gesagt hast, man muss aber nur offen sein. Ja, das ist das Wichtigste. Ja. Ne? Und zwar nicht nur offen verschiedene Musikrichtungen gegenüber, sondern auch offen anderen Ideen gegenüber. Hm. Ne? Man muss halt irgendwie auch, das ist auch total wichtig, finde ich, dass man nicht so egomäßig da so einen Film fährt, sondern dass man halt wirklich sagt, sich auch anhört, was Leute zu sagen haben und auch mal überlegt kurz, weil man, das kennt jeder, wenn man ein, zwei Mal drüber nachdenkt, dass man, doch gar nicht so scheiße, was der jetzt da gerade vorgeschlagen hat. Ne? Man will aber erstmal so, man fährt seinen Film und ich ziehe das durch. Ne? Manchmal ist es auch ganz gut, wenn man es macht, dass man es nicht vergisst. Ne? Aber manchmal ist es auch ganz gut, einfach was zu probieren. In den letzten Jahren bin ich da viel besser geworden drin. Zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Tobi. Sehr interessant. Ist total so darauf aufgebaut mittlerweile. Ne? Wir ecken also kaum an. Ne? Also es ist also, er ist halt total offen und ich auch. Ich sag, nee, ich bin mir nicht sicher, ob ich das geil finde, aber lass mal machen. Ne? Und er ist genauso. Ich so, oh, kann ich das nicht, ich mach das mal so und so. Also, oh, eigentlich wollte ich es ja so, aber mach einfach mal. Und dann hört er sich das dreimal an und dann ruft er mich an. Am nächsten Tag vielleicht sagt, ist geil. Voll geil, hätte ich so gar nicht gemacht, ist geil. Offenheit. Sonst entsteht sowas nicht. Ne? Es gibt halt Leute, nee, das ist so und so, habe ich das gedacht. Und habe ich auch viele gehabt, also einige. Ne? Also, ich mag nur. Das habe ich mir aber genau anders vorgestellt, genau so nicht. Ne? Und dann denkst du auch manchmal, ja, dann mach doch deinen Scheiß alleine, Alter, kannst du auch nicht. Ne? Aber das ist halt immer so eine Sache. Ne? Beste ist, wenn man an dem Punkt angekommen ist, dass man diesen Ego, bisschen Ego ist, glaube ich, ganz gut. Sollte jeder haben, sonst hat man ja auch keine Stimme irgendwie und auch keine, sonst bringt man auch nichts ein. Ne? Aber Respekt und Offenheit führt zum besten Ergebnis, denke ich mal. Was machst du, wenn du gar keine Idee hast? Was? Keine Idee? Aufhören. Also Pause machen. Pause machen. Komplett sofort. Also wenn ich jemals in diese Situation kommen sollte, dass ich irgendwie keine Idee habe, dann höre ich sofort auf und mache nie wieder Musik. Alles wegschmeißen. Nee, tatsächlich bin ich relativ kreativ und habe eigentlich irgendwie immer eine Idee. Und wir haben vorhin drüber gesprochen, über diese Bauchgeschichte. Ne? Und deswegen kann ich auch immer irgendwas machen, weil ich mache es dann halt einfach. Ne? Also ich machte mir da nicht den Kopf, oh, kann das überhaupt gut sein? Nee, das ist ja passt ja hier nicht und da nicht, das geht jetzt nicht. Soweit komme ich nicht. Ich mache halt einfach und dann läuft es halt manchmal nicht so und dann machst du halt aus den Scheiß und dann sagst du, lass uns morgen weitermachen. Das hat ja jeder, ist ja normal. Und dann machst du halt nächsten Tag weiter oder am übernächsten Tag oder machst erstmal was anderes oder was weiß ich. Aber ich kann relativ gut auf Kommando kreativ sein. Also ich mache wirklich Sessions, teilweise so Writing-Sessions, wo ich zum Beispiel nur so Top-Lines nennt man das heute. Früher nannte man es Melodien. für Bands mache, ne? Oder ein paar Textphrasen oder so. Oder zum Beispiel vorhandene Songs und dann Vocal-Lines. Ne? Und da gibt es dann schon mal Situationen, wo man halt irgendwie 20 Songs durchzieht in 3 Tagen oder so. Ne? Und da muss dann halt einfach immer eine Idee kommen. Ne? Und da kommt auch dann irgendwie immer was. Irgendwas geht immer. Da hast du bloß halt mal ein paar Sachen dabei, die vielleicht nicht perfekt laufen. Ne? Aber das ist ganz gut, wenn man muss und macht, dann kommt eigentlich auch was. Und wenn man dann 20 Songs gemacht hat und davon sind halt irgendwie 6 Stück scheiße, da muss man sich halt mal Gedanken machen. Ne? Ja. Aber dann hat man trotzdem 12. Ja. Ne? Die man gebrauchen kann. Was fällt mir schwer bei den ganzen Sachen, über die wir jetzt gerade geredet haben? Musikalisch. Verrechnet. Ja. Was fällt dir schwer? Bei diesen ganzen Sachen, die du machst, musikalisch, bei der Arbeit, gibt es irgendwas, wo du sagst, vielleicht mehrere Sachen, keine Ahnung, Alter, schwierig, nervt mich, kann ich nicht, will ich nicht. Kommt das manchmal oder ist es eigentlich so? Ja, das ist in meinem Job eigentlich eher die komplett andere Seite, die mich nervt, ist die Bürokratie, die Buchhaltung. Hasse ich wie die Pest, kann ich gar nicht. Könnte ich einfach nur kotzen. Ja, wer mag denn das? Ja, es gibt Leute, die sind,
den macht das nicht viel aus. Also Miro zum Beispiel, ne? Ist halt Keyboarder, ne? Okay. Gitarristen können sowas nicht, aber Keyboarder können sowas besser. Ja. Ne? Der hat das auch mal gemacht bei uns im Studio, Gott sei Dank. Ne? Also ich bin da, auch schon der Running Gag irgendwie gewesen. Ne? Also wenn das mein Steuerberater zum Beispiel sieht, da lacht sie lacht sich wahrscheinlich tot. das ist eine Katastrophe. Ne? Also ich verliere, glaube ich, auch echt viel Geld darin, indem ich das halt einfach viele Sachen, die ich abschreiben könnte und so, nicht abschreibe. Ich kann nicht essen gehen und daran denken, jetzt irgendwie so eine scheiß Quittung da zu sammeln. Weil ich essen gehen will, will ich essen gehen. Ne? Auch wenn ich jetzt businessmäßig essen gehe, was oft passiert tatsächlich, weil ich mit den Leuten da irgendwie, ne, gebe ich einen aus oder was weiß ich. Aber da will ich ja Spaß haben und essen gehen und nicht über Steuern nachdenken. Deswegen mache ich das meistens nicht. Also ich habe, glaube ich, in meinem Leben zwei Essensquittungen eingereicht oder so und ich habe bestimmt ein paar mehr geschmissen. Schon öfter mal essen. Bin schon öfter mal essen gegangen. Ne, und sowas da, das ist einfach, das ist, aber das rechne ich halt einfach runter als Verlust, weil man es einfach so viel kaputt machen würde in meinem Hirn, dass es mir das wert ist, sage ich einfach. Ne? Also das kann ich nicht, das will ich nicht und das hasse ich wie die Pest. Es gibt, natürlich mache ich das auch, also muss ja jeder machen irgendwie, ne? Aber ich versuche zu vermeiden, da zu viel Zeit zu investieren, sagen wir mal, so kann man es ausdrücken. Es gibt natürlich auch gewisse Sachen, so Fleißarbeiten, es heißt jetzt nicht, dass ich faul bin, aber stupide Arbeiten gibt es halt auch in dem Beruf, klar. Habe ich viel gemacht, hat mir jahrelang nichts ausgemacht. Ne? Heute hasse ich es wie die Pest und bezahle lieber jemanden dafür, der noch frisch ist und auch das noch irgendwie, dem es nichts ausmacht. Weil in den ersten Jahren ist das okay. Ne? Wenn du dann halt einfach stundenlang da sitzt, ich mache das heute auch, irgendwas ausschneiden oder schneiden auf Timing schneiden, wenn du halt irgendwie was verschlimmbessern musst irgendwie, ne? Oder Vocals tunen, weil ich mag das alles nicht. Ich möchte auch nicht so klinisch rangehen und ich mache relativ wenig in dieser Richtung. Hab dann halt Gott sei Dank viele gute Bands. Wenn es dann halt mal sein muss, dass man wirklich viel schneiden muss und alles hin basteln muss, mache ich das auch mal. Aber wenn jetzt die ganze Platte so ist, dann sage ich, ey, Alter, das gebe ich mir jetzt nicht. Ich setze mich nicht 4 Wochen hin, schneide alles zusammen, tune alle Vocals hin, um dann ein Ergebnis zu haben, was nicht musikalisch ist. Wenn ich das jetzt machen soll, dann bezahle ich jemanden dafür. Weil die Zeit, das gebe ich mir nicht mehr. Ne, das, Gott sei Dank brauche ich das auch nicht. Ne? Habe ich jahrelang gemacht, viel editieren, Editing und so ein Krams. Ne? Aber irgendwann ist man einfach durch und dann macht man das nicht mehr. Ne? Also, wenn man es sich leisten kann. Ich kann es mir Gott sei Dank insofern leisten, dass ich immer genug, wir haben ja schon drüber gesprochen, genug Jobs eigentlich habe und dass ich dann halt einfach jemand frage, sagt, hier komm, tunst du mir die Vocals, was kriegst du dafür? Ja. Also ich bin in der luxuriösen Situation, dass ich im Prinzip mir so ein bisschen aussuchen kann, die schönen Sachen rauspicken kann. Aber es ist nicht alles schön, was ich mache. Ja, ich hätte noch zwei Sachen. Mhm. Jetzt. Zum einen die Standardfrage, die eigentlich immer kommt, da haben wir ganz am Anfang schon kurz drüber geredet. Haben wir schon ein paar Videos für dich gemacht irgendwie. Und alle Leute fragen immer, Heaven's Gate. Vielleicht kannst du an dieser Stelle nochmal sagen, ob da irgendwie irgendwas passiert. Jetzt fragst du das auch noch. Ja, ich will das, damit das nicht in den Kommentaren kommt später irgendwann mal, die Frage einfach vorab klären, was mit Heaven's Gate ist. Und du, ich will nie irgendwas ausschließen, aber es ist nichts geplant. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist einfach nicht in meinem Kopf drin. Wenn sich das ergibt aus irgendeiner Situation heraus, was interessant ist und was irgendwie cool ist, ich meine, es war einfach witzig natürlich mit den Leuten mal wieder was zu machen, die zu treffen und das war eine tolle Zeit. Aber es ist akut einfach nicht akut, sozusagen. Mhm. Ne? Ja. Das reicht mir nicht. Ich schreibe das dann in den Comments. Geld eigentlich. Vielleicht kommt es ja trotzdem, das Kommentar. Ja. Was kommt denn noch? Ich könnte mir jetzt vorstellen, was jetzt noch kommt. Come to Brazil. Das wollte ich nicht sagen, aber es ist gut, dass das... Nee, aber so ähnlich. Genau. Viele Leute mal fragen auf deinen englischen YouTube-Videos, Virgo,
Kann man sich das irgendwann irgendwo anhören? Ist da irgendwas geplant? Was ist so die Idee? Weil die Musik gibt es ja und du findest sie selber auch gut. Und also, es ist natürlich so, dass ihr mich schon seit längerem damit nervt nicht, nein, konfrontiert, dass man da wirklich das mal wieder zugänglich machen sollte, weil wir ja festgestellt haben, dass das überhaupt nicht veröffentlicht ist und ich muss jetzt noch die Lage checken. Und das sollte man tatsächlich in naher Zukunft in Angriff nehmen, dass das endlich auf Spotify und Apple Music wieder erhältlich ist. Vielleicht sogar nochmal, man könnte sogar mal Vinyls machen oder irgendwie sowas. Vielleicht können wir auch was machen. Vielleicht finde ich auch noch ein, zwei Songs, die unveröffentlicht sind. Das muss ich aber noch klären, muss ich auch mit der Familie klären, wie man da rangeht. Der erste Schritt ist jetzt natürlich, Schaman zu machen. Witzigerweise bin ich gefragt worden letztens von jemand aus dem Umfeld. Sag mal, warum machst du denn nicht eine neue Virgo? Und ich so, hä? Auf den Gedanken bin ich ja nun überhaupt nicht gekommen. Ne? Aber tatsächlich habe ich kurz gezuckt und gesagt so, ja, könnte man natürlich. Könnte man auch machen, wenn man das wollen würde. Meinst du mit alten Songs, die nicht veröffentlicht sind? Oder nee, neu? Neu. Und irgendjemand brachte... Gehen? So von der Sache her? Würdest du das machen? Oder ist das so, das geht genauso, so, nee. Es geht genauso wie Schaman jetzt wieder eine Platte machen. Das ist natürlich anders, ne? Aber man könnte halt. Ne? Ja. Weil eigentlich waren das coole Songs. Es ist ein kleines, aber schönes Erbe. Und eigentlich mögen das die Leute. Und ich kriege ja wirklich einige Anfragen deswegen oder Leute, die sagen, ey, warum tut er denn damit nicht? Tut doch damit. Das ist Südamerika. Könnte sogar funktionieren. Und dann denkt man sich so, ja, irgendwie ist es auch geil, diese Sachen wieder auszugraben und das zu machen. Ne? Aber das muss ich mir halt überlegen. Ich habe natürlich auch nur so irgendwie limitiert Zeit. Weißt du, es ist halt, ich mache schon so viel und das fällt mir unheimlich schwer. So eine einfache Aufgabe, die ihr mir zum Beispiel stellt, wie mach mal das klar, dass man das jetzt veröffentlichen kann. Das bedeutet aber, okay, ich muss irgendwie mit der Familie sprechen, da muss ich die richtigen Worte finden. Ja, wie kann ich das überhaupt machen? Ist denn der Vertrag überhaupt so, dass ich das machen kann? Da habe ich immer Angst, mache ich irgendwas falsch, mache ich es lieber gar nicht. Und fertig, dann ist es schon passiert. Und dann kommt wieder das Nächste, was ich machen muss, und dann ist es wieder aus meinem Kopf raus. Und dann muss ich wieder suchen, was ich machen wollte. Und das ist für mich, ich brauche im Prinzip echt immer jemanden, der sowas für mich macht, weil ich das einfach nicht hinkriege. Weil ich einfach schon ganz schön, vielleicht nicht so wie früher, aber ganz schön zugeballert bin, den ganzen Tag irgendwelche Sachen erledigen muss, die akut laufen, dass dann diese Sachen immer zur Seite schiebe. Aber es läuft nicht weg. Okay, mein Leben läuft dann irgendwann weg, ne? Aber im Moment stehe ich noch ganz gut im Saft, dass ich noch ein paar Sachen machen kann. Und ich denke, ich habe ja schon drüber gesprochen, mit diesem Jahrzehnt meines Lebens fängt irgendwie, meiner Meinung nach, das habe ich mir so vorgenommen und ich habe auch angefangen schon damit, fängt halt so ein neues Ding an, so ein bisschen, oder wo ich auch viel drüber nachgedacht habe, in Corona-Zeiten, aber auch schon ein bisschen vorher, Sachen anders zu machen, mehr künstlerisch zu machen, mehr zu machen, das, was ich will, weniger Dienstleistung zu machen. Wenn ich es mir irgendwie leisten kann, finanziell, werde ich das tun. Und das könnte auch bedeuten, dass ich nochmal was mit diesen Sachen mache. Es könnte bedeuten, dass ich alte Projekte wieder aufleben lasse, neue Projekte mache. Ich möchte ganz gerne, ich sage jetzt mal ganz exklusiv und nur hier, jetzt, bei euch. Wow. Würde ich gerne, wirklich, wir haben schon drüber gesprochen tatsächlich, würde ich auch ganz gerne mal, weil ich da eigentlich herkomme, sagen viele Leute, Blues sind meine Roots und so, aber ich komme wirklich da irgendwie her, ich habe das früher viel gemacht, ich bin damit aufgewachsen, mein Elternhaus, mein Vater ist ein Blues-Liebhaber, ich liebe das und ich habe mein ganzes Leben immer das irgendwie nebenbei ein bisschen gemacht, aber ich war nie Blues-Gitarrist oder so. Und es kommt auch mal drauf an, wie man das interpretiert. Aber ich liebe diese Musik und ich würde gerne, ich weiß nicht, ob man das überhaupt Platten jetzt noch macht, aber ich würde gerne Blues-Songs produzieren, regelmäßig. Und das ein Teil von, wieder ein Teil von mir machen und das in Zukunft machen. Aber
auch das hätte ich jetzt natürlich schon machen können, aber ich habe einfach diesen Freiraum momentan noch nicht, weil ich so viele Sachen gleichzeitig mache und den Kopf nicht frei habe dafür. Das ist halt das Problem. Ne? Ja, macht Sinn. Ja. Aber ich werde es versuchen, alles das zu machen. Ein Thema, worüber wir noch reden könnten, ist Social Media. Genau, lass uns das noch machen. Da bin ich ja großer Experte drin. Ja. Ja, du bist Social Media Experte. Ich bin Social Media Experte. Du bist jetzt seit Jahren Influencer. Ihr seid ja an mich herangetreten, weil ihr von meinen Erfahrungen. Weil wir von dir lernen wollten. Weil du aus meiner Erfahrung schöpfen wolltet. So krank war. Also ich bin, was soll ich dazu sagen? Wir haben noch keine Frage gestellt. Ja, genau. Stell mal die Frage. Generell, also wir machen ja deinen Social-Media-Kanal, ja, weil du überhaupt nicht so der Typ dafür bist. Und du hattest gar nichts, ne, eigentlich, außer Facebook. Da, ich hatte das, aber ich habe das nicht gepflegt, weil war da. Das ist ein bisschen wie die Bürokratie, diese Arbeit. Das ist aber auch wirklich unheimlich stressig für mich, einfache Fragen zu beantworten in dem Ding. Weil ich denke manchmal was falsch, das muss ich richtig schön machen, das muss ich hier machen. Ich kann die auch nicht so abspeisen, die Leute. Dann mache ich lieber gar nicht. Antworte ich gar nicht, dann weiß ich es nicht. Weißt du? Ja. Und deswegen habe ich das nie gemacht, glaube ich. Also das ist, und ich habe auch keinen Bock drauf, ständig irgendwie in Kontakt zu sein. Und deswegen lese ich da immer rein, aber ich mache nicht alles. Also ihr macht das ja für mich. Also wenn ich euch jetzt nicht hätte, hätte ich auf jeden Fall im Prinzip, würde ich mal sagen, so gut wie gar keine Social-Media-Präsenz. Ne? Klar, es könnte noch ein bisschen besser sein, wenn ich mehr machen würde. Ja, aber es fällt mir schwer tatsächlich. Du hast deinen Kopf woanders. Ich habe wirklich meinen Kopf woanders. Es ist für mich so, Alter. Auch noch. Das auch noch. Ne? Ja. So einfache Sachen. Ich hatte gerade letztens so ein Telefonat. So, Alter, das ist da wohl nicht so schwer. Oh, Rotz. Ist da wohl nicht so schwer, jetzt mal irgendwie da zurückzuschreiben und so, ne? Oder jetzt das mal anzuhören. Ne? Dann kriege ich halt irgendwie 1000 Demos geschickt. Und das, man kann sich doch mal so einen Song anhören und so. Nein, weil wenn ich mir den Song anhöre, habe ich, okay, 5 Minuten verbraucht. Das ist vielleicht nicht so problematisch. Aber ich habe mich damit beschäftigt. Das heißt, ich lese mir das durch, mache mir Gedanken, gucke mir vielleicht, was, wenn mir jetzt jemand was von mir will, ne? Also irgendeine Meinung oder so, mache mir Gedanken. Und muss mich erstmal darauf einlassen. Ich kann nicht einfach kurz einen Song hören und sagen, ja, geil, produziere ich. Oder ja, mach mal so, geh mal dahin und dann machst du das und das und dann ist alles toll. Ne? Sondern da muss ich mich erstmal mit beschäftigen, da muss ich mich mit identifizieren. Ich muss da so ein Mindset, sagt man ja, für ne, ja, kreieren. Und das kommt nicht einfach so von alleine. Ne? Und das, da ich das nicht kann, so schnell, kann ich das nicht machen. Dann mache ich das halt einfach nicht. Und dann mache ich so einfache Sachen wie, kannst du noch mal schnell ein Video drehen? Ich habe es gerade, aktuell muss ich es unbedingt machen, für ein Projekt, was ich im Sommer gemacht habe, wo ich ihm gesagt habe, ich drehe da noch ein Video und so. Aber das ist halt nicht so einfach. Dann muss ich mir erstmal gucken, okay, was, ich kenne das Projekt jetzt nicht so gut eigentlich, muss ich mich erstmal kurz mit beschäftigen, was ne? Und in der Zeit, ich komme aber schon 10 E-Mails, ich brauche noch das für das, was ich aktuell mache. Was ist mit dem ne? neuen Mix, mein Album? Ja, was ist, ja genau. Ne, Marc kennt es gut. Ne? So ist das halt. Und dann, ja, okay, dann mache ich das morgen. Ne? Und dann mache ich das und dann kommen wieder diese 1000 Sachen. Dann habe ich ja auch noch Family. Das ist schon alles ein bisschen drunter und drüber. So, ne? Das ist ein bisschen schwierig, das manchmal alles hinzukriegen. Ja. Und man wird ja nicht jünger. Und dann kann man vielleicht nicht mehr so viele Sachen gleichzeitig machen. Richtig. Und das ist nicht mein Ding. Das Gott sei Dank habe ich da euch. Und tatsächlich bringt mir das auch viel. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Jetzt nicht, um Werbung zu machen für uns. Es hätte auch voll in die Hose gehen das können. Stimmt, ja. Das hat mir jetzt nichts gebracht. Das hat seitdem nichts gebracht. Aber ich würde gerne mal wissen, wie sich das verändert hat für dich. Also von dieser Welt, ich habe fast nichts zu... Oh cool, da ist irgendwas, ich krieg Rückmeldungen oder was auch immer. Ich weiß nicht, ich kenne deine Sicht halt nicht darauf. Ach, hab ich gar keine Gedanken drüber gemacht. Das ist ja, jetzt einfach ja, da, ne? Jetzt habe ich da so eine Art Präsenz, bekomme darüber auch irgendwelche Anfragen, also auch geschäftliche Sachen und so. Da kommen also Kontakte zustande, die ich sonst nicht hätte. Oder die, na, vielleicht würden sie mir sonst eine E-Mail schreiben oder so, keine Ahnung, aber die hätte ich dann auch überlesen. oder ja, das ist ja wirklich so. Guck mal, ich kriege teilweise dann irgendwie 20, 30 E-Mails und ich arbeite ja sowieso schon 12, 13 Stunden. Wann soll ich denn das alles machen?
Selbst E-Mails beantworten. Ich beantworte nicht alle E-Mails. Ich schaffe es nicht. Ich kann das nicht machen. Ne? Und dann, ja, dann bleibt es halt und dann vergesse ich manche und dann sind die Leute vielleicht mal sauer oder so, aber es ist, irgendwo muss man halt den Strich ziehen. Ne? Dann, ja, und deswegen habe ich mich da rausgehalten und deswegen war auch die Maßgabe, wie gesagt, ich bin da dabei, ich gucke da rein und so, ne? Aber das die grundsätzliche Überwachung von diesen Sachen, das macht ihr. Ne? Und das könnte ich gar nicht machen. Ne? Sonst würde, geht mir die Hälfte da würde verloren, mir ne? verloren gehen halt okay. irgendwie. Oder mehr, viel mehr. Und ich glaube, dass ich habe das gerade in dem, es gibt es zwar schon seit Jahren, ich hatte tatsächlich sogar, ihr werdet es nicht glauben, das wisst ihr auch nicht, hatte ich eine MySpace-Seite ganz am Anfang, als das rauskam. Dann, ja, habe mich genau überhaupt nicht drum gekümmert. Irgendjemand sagte mir, man muss das jetzt haben. Ja. Dann habe ich irgendwann gemerkt, ich muss das nicht haben, weil, habe ich mir so gedacht, weil ja. die Leute kommen, es ist ja alles so geblieben, wie es war. Es hat sich ja nichts geändert. Ich habe ja trotzdem immer Jobs gehabt. Also dann wurde mir gesagt, wenn man jetzt Jobs haben will, dann braucht man das. Und nee. Aber in meinem Kopf war das ja gar nicht wahr, weil es sich gar nicht verändert hat. Ne? Ja. Jetzt hat sich allerdings dadurch was einfach ein neues Dings ergeben, was ich andere Sachen, die ich machen kann, die halt einfach auch interessant sind. Und ich kann den Leuten teilhaben. Die Leute sind vielleicht ein bisschen interessierter in meine Person. Genau, weil ich jetzt mehr von mir erzählen kann ja. oder mache. Sonst sitze ich halt zu Hause alleine und das war's. Ne? Du bist präsenter. Ich bin präsenter natürlich. Und die Leute sehen halt, also ich lese ja die ganzen Kommentare und die Sachen immer. Mein Eindruck ist, dass die Leute halt Sachen sehen und mitbekommen, die sie halt vorher nicht wussten. Das ist so ähnlich wie mit dem Podcast hier. Das, wir haben ja vorher auch mal nachgeguckt, es gibt ja sowas in der Art nicht von dir. Und die Geschichten, die du dir erzählst, weil du halt über die Jahre auch nie ein Typ warst, der gesagt hat, so, ja, ich will eine Doku über mich haben und ich gehe ins Fernsehen oder irgendwas, findet man ja alles nicht. Und deshalb war das so, als wir angefangen haben mit deinen YouTube-Videos so, dass Leute wirklich gesagt haben, okay, wusste ich gar nicht, dass du das auch gemacht hast oder dass du so bist oder ist ja voll nett oder krass wie Gitarren-Playthrough-Video. Das sind Aspekte, die, glaube ich, vorher nicht durchkamen. Die natürlich nicht direkt damit irgendwas zu tun haben, wie du als Produzent bist oder ob du dann noch Jobs kriegst oder nicht. Aber es ist einfach ein anderer Winkel, den Leute vorher nicht sehen konnten. Und das ist eigentlich spannend zu sehen. Come to Brazil. Auch, ne? Es ist aber auch der Punkt, der kommt dann irgendwann, wo man sagt, jetzt habe ich das alles gemacht und ich mache diese ganzen Jobs und dieses ganze Ding. Und dann ist es auch ganz geil, wenn man was irgendwann an einen Punkt kommt, wo man sagt, okay, jetzt will ich auch was vermitteln, weitergeben. Ja. Das klingt jetzt total blöd, ne? Aber man möchte auch irgendwie, wenn du nur für dich selbst das arbeitest und so, ist es geil für deine, ich sage Legacy irgendwie, einfach was weiterzugeben, zu sagen, okay, das ist mein Leben, ne? Jetzt lasse ich die Leute so ein bisschen daran teilhaben, wenn es sie denn interessiert. Genau, anscheinend scheint es ja, die Leute zu interessieren. Ja. Und dann mache ich das auch gerne, weil es natürlich auch Spaß macht. Jeder hat das gerne, wenn die Leute interessiert sind an deren Leben. Ist doch klar. Klar. Ne? Also da wäre man schon, also auf jeden Fall nicht hundertprozentig normal, wenn man sagen würde, es gibt mir gar nichts, wenn Leute an mir interessiert sind. Das hat jeder, jeder in sich drin. Fühlt sich gut an, klar. Fühlt sich gut an. Wenn man Leuten vielleicht helfen kann oder Tipps geben kann, ist auch ein großer Teil von dem, was du machst, dass Leute fragen, wie spiele ich das? Wie kann ich einen Song aufnehmen? Wie kann ich ein Album produzieren? Wie funktioniert, also auch ganz viele technische Sachen, von denen ich jetzt keine Ahnung habe, aber die halt gefragt werden, weil Leute denken, so, hey, keine Ahnung, warum klingt die Gitarre so auf dem Album? Oder wie sind die Drums abgemischt? Und keine Ahnung, das sind alles Sachen, die du weißt und auch vermitteln kannst, die vorher gar nicht irgendwo. Ja. Von anderen Leuten konnte man das nachlesen, sag ich mal. Von dir, wenn mich das jetzt interessiert an der Stelle, wie du das machst bei deinen Alben, hätte ich keine Chance gehabt, das irgendwie rauszufinden. Und das ist das halt stimmt. So ein Aspekt, der. Außer ich fahre zu dir nach Hause und laber dich voll irgendwie und frag dich, wie das alles geht. Hast du ja gemacht. Ja, genau. Und ich glaube, das ist ein anderer Aspekt einfach nochmal. Was wollte ich noch sagen? Ja, ich glaube, es wäre interessant für die Leute nochmal zu wissen, vielleicht, ich meine, du machst immer irgendwie 13 Sachen gleichzeitig, die Projekte, die du jetzt, Projekte und Bands, die du jetzt gerade machst, was sind so die Alben oder die Leute, mit denen du, wenn du sagen kannst, die jetzt gerade oder die nächsten Sachen, die anstehen, die nächsten 4, 5 Dinger? Wir arbeiten, also ich arbeite an mehreren Sachen. Aktuell, also gerade eben heute, sage ich mal so, gestern. Heute habe ich fast nichts gebacken gekriegt bisher, nur so ein paar Kleinigkeiten. Also ich arbeite
simultan, glaube ich, an 5, 6, 7 Produktionen gerade. Ich arbeite an Avantasia. Ich mische gerade die neue Platte von Seven Spires, von Adrian's Band. Dann arbeite ich mit einer Band Saint City Orchestra aus der Schweiz. Und dann arbeite ich mit René Krebs aktuell an Songs noch. Dann was mache ich denn noch? Cop UK ist okay. So ein bisschen in der Mache. Ne? Gerade kleine Pause, aber mittendrin eigentlich. Wow, ich habe mit Sicherheit was vergessen. Björn Paulsen, genau. Der kommt morgen wieder. Der ist auch bei uns dann übrigens. Genau, den Björn. Da haben wir gerade wieder angefangen, an der neuen Platte zu arbeiten. Das sind jetzt schon 6, aber das ist noch nicht alles. Bin mir sicher. Weißt du noch was? Ich überlege gerade. Nee, fällt mir nichts ein, aber. Ja, es ist, sind, ja, Schaman bin ich ein bisschen im Austausch gerade schon am Machen. Das heißt aber, dass man sich schon reindenken muss in diese Sachen. Also ich habe jetzt, es waren jetzt 7 Projekte, die ich aufgezählt habe. Joe war jetzt gerade fertig, ne? Also es überlappt sich halt immer alles so, ne? Und es sind sicherlich noch 1, 2, die jetzt irgendwie gerade, die ich auf dem Schirm habe oder bald anfange und wo ich schon mal so ein bisschen drüber denken muss. Ne? Das ist der Mark Daly zum Beispiel, also aus Irland. Der kommt eigentlich auch schon in den nächsten Monat, wenn das Corona-mäßig alles geht. Hatte ich irgendwas mit einem aus Indonesien auch oder so? Nein. Ja. Ah, ja, klar. nee, nicht Indonesien, aber dann mache ich natürlich, ja, Mensch, den habe ich fast vergessen. Felix Weaver. Stimmt, Felix Weaver. Ja. Gerade eine ganz aktuelle Sache, da sind wir schon bei 8 oder 9. Ne? Habe ich Camelot schon erwähnt? Camelot wurde verschoben, meinst du? Nein, Camelot bin ich jetzt dabei. Also okay. Ich bin quasi an die 10 Projekte. Und wenn man das alles gleichzeitig macht, zwar nicht alles an einem Tag, ne, aber und von allen Seiten kommt immer, du musst dir das so vorstellen, jeden Tag kriege ich irgendwelche Mails, hast du das schon, hast du hier schon, hast du da schon, dann mache ich das und dann muss ich alles genau gucken und sage, pass auf, jetzt bin ich schon ein bisschen besser geworden und sage, die nächsten 2 Wochen frag mich nicht. Ja. Ne, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Ne? Ist jetzt nicht notwendig. Ich muss das jetzt, diese Woche geht nichts mehr. Ne? Da muss ich erstmal das fertig machen. Ne? Dann nehme ich mir ein bisschen mehr am Stück, weil sonst, wenn du alles immer nur zerhackst, dann kommst du überhaupt nicht mehr weiter. Man muss immer reinkommen. Aber ich muss tatsächlich in diesen, ich sage jetzt mal 10 Projekten, in meinem Kopf drin sein. Das heißt, ich muss, da ruft mich jemand an und ich muss sofort wissen, klar, das ist, das läuft. Akkordeon, logisch. Ja, so passiert es ja. Ne? Sag mal, das Akkordeon von Dings und so, ne, gerade akut gehabt, Akkordeon, Geige, hast du schon fertig? Ich so, und dann muss ich kurz überlegen. Alter, wer bist du? Keine Ahnung, wer bist du? Nein. Nee, aber dann, Alter, der Song, welcher ist denn das nochmal? Und habe ich ja schon gemacht, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ne? Weil muss ich wirklich in mich kehren. Zack, zack, zack. Ja, das ist das. Nee, habe ich noch nicht gemacht, glaube ich. Scheiße, stimmt, das wollte ich noch machen. Ihr wartet drauf und so. Okay, mache ich morgen. Das ist mein Standardspruch. Mache ich morgen. klappt manchmal nicht. Aber ich, wie gesagt, es ist nicht so schlau, was ich gemacht habe, tatsächlich manchmal. Also zu viel überlappt sich. Alles ist immer miteinander verwoben, aber es ergibt sich halt manchmal so. Ne? Man kann einfach sagen, ich glaube, es wird sich bei mir nicht mehr bessern. Die Leute, die mich kennen, die wissen schon, sind auch teilweise genervt davon. Die meisten wissen, wie sie mich kriegen. Ich sage jetzt mal das Geheimnis nicht. Nee, also eigentlich ist es ja logisch. Also zum Beispiel mit Camelot war es halt auch immer so, am liebsten sperren die mich ein. Ne? Also, dass ich halt irgendwo dann bin, also nicht zu Hause am besten. Ja. Ne? Aber ich möchte auch nicht mehr, ich kann nicht mehr die ganze Zeit unterwegs sein oder weg sein von zu Hause. Ich möchte, wenn es geht, so viel wie möglich zu Hause arbeiten. Deswegen mache ich das nicht mehr. Ne? Aber die einfachste Möglichkeit ist natürlich, jemanden zu nehmen, irgendwo in Florida in so ein Ding zu setzen, da irgendwo. Ja, so war das halt. Ne? Oder in Norwegen bei Roy damals oder so, ne, 3 Wochen oder irgendwo in der Nähe von Oslo sitzen auf so einem Dorf bei ihm im Keller und Sachen machen. Da am besten kein Internet. Und dann wird das auch fertig. Ne? Und dann machst du das und dann versuchen mich alle zu erreichen, können aber nicht. Ne? Und fertig. Und dann ist das halt so. Das ist die einfachste Möglichkeit, aber mache ich nicht mehr so gerne. Ja. Und deswegen ist das ein bisschen durcheinander manchmal. Ich versuche es irgendwie ein bisschen besser zu strukturieren jetzt gerade wieder, weil
zum Beispiel akut die Band hier, Seven Spires, akuter Termin, muss dann jetzt irgendwie dann mal ein bisschen Gas geben. Ne? Avantasia darf ich nicht vernachlässigen, weil das auch demnächst mal rauskommt. Fertig sein soll, nicht rauskommt, aber fertig sein muss. Und da muss ich ein bisschen dranbleiben. Aber jetzt ganz aktuell ist das Wichtigste tatsächlich, dass ich Seven Spires fertig mische. Und da versuche ich jetzt einfach die nächsten Tage mal Vollgas zu geben. Und außer jetzt natürlich, wenn Björn da ist, der ist jetzt 3 Tage da, da kann ich natürlich fast nichts machen. Aber manchmal mache ich das auch. Da habe ich Leute da, die schon natürlich von morgens bis nachts bei mir sitzen. Und das ist dann sehr intensiv immer. Und auch bei mir wohnen meistens. Und dann mache ich manchmal teilweise noch morgens nebenbei was. Und das ist natürlich dann echt krass. Und das ist dann schon echt anstrengend, ja, weil du gar keine Zeit hast, mehr dich zu erholen. Ne? Du kümmerst dich ja auch noch privat so ein bisschen um die Leute und so. Ne? Nichts Negatives eigentlich, ne? Aber es ist halt einfach, man kümmert sich um Gäste. Ne? Und das ist natürlich ein bisschen anstrengend. Denn, ja. Das heißt, du hast nie, kannst nie runterfahren. Du hast auch kein Peace so richtig, so, ne, manchmal. Und das ist halt witzig, aber wenn man sich das mal anguckt, das Gespräch, was wir gerade hatten, gar nicht drüber geredet. Ne? Also der Aspekt praktisch, dass man auch noch Familie hat und irgendwie Frau oder Freundin und Kinder und Oma und Opa und Eltern und alles mögliche, ja, das ist ja gar nicht. Du, dann ist das halt auch so, gestern zum Beispiel hatte ich meiner Mutter schon seit Ewigkeiten versprochen, ihr so ein Bett aufzubauen, ne? Und dann so, und dann habe ich gesagt, ja, morgen. Und das brach dann schon fast auseinander. Aber da gab es dann Probleme. Und dann haben sie halt, habe ich gesagt, ja, ah, scheiße, dann doch morgen und so. Ne? Und dann haben sie schon angefangen, das auseinanderzubauen. Und ich sage, dann muss ich es natürlich machen. Das hat irgendwie dann urlange gedauert, weil es so einfach nicht ging. Ne? Und dann musste das andere wieder aufgebaut werden. Und dann saß ich da irgendwie 3-4 Stunden. Was ist das Resultat? Ich muss das hinten dranhängen, ne? Ich mache das gerne, aber ich muss das halt machen. Und alles hat irgendwie immer eine Folge. Ne? Und wenn ich zu viel laufen lasse oder zu viel mache, was mir auch leid tut, also in meiner privaten Richtung, dann kriege ich richtig Probleme. Ne? Also. Ja, weil deine ganzen 10 Projekte. Ja. Ne? Also jetzt zum Beispiel, selbst das, was ich unheimlich gerne mache, ist so eine Sache, wo ich immer überlegen muss, ich kann dich jetzt nicht jeden Tag machen, ja, weil, sage ich jetzt mal so, dann keine Ahnung. Um 18 Uhr haben wir es verabredet. Ich war natürlich zu spät, viel zu spät. Aber wann fange ich mich da darauf an vorzubereiten? Vielleicht um 5 oder so. Irgendwie, keine Ahnung, schnell duschen, Sachen packen. Ja. Ne? Und wenn ich jetzt nach Hause komme, ist es wahrscheinlich, da muss ich nur einkaufen auf dem Weg. Und jetzt ist es, keine Ahnung, halb zehn. Passt ja noch. Aber Rasenmähen noch? Rasenmähen noch? Aber hatte ich denn vorher noch irgendwann erledigen müssen. Es geht ganz schnell, dass so ein Tag vorbei ist und dann hast du den ganzen Tag nichts gemacht, also richtig, oder nichts geschafft. Also eigentlich, wenn ich jetzt konsequent wäre, gehe ich jetzt noch nach Hause, ich werde aber nicht vor 10:30, 11 zu Hause sein, mache noch den Computer an und mische noch eine Stunde oder zwei. Ja. Ne? Aber ganz ehrlich, das hätte ich früher gemacht, habe ich jetzt auch keinen Bock mehr. Ja. Ne? Und, dann aber noch kommen noch so Sachen wie mit nochmal schnell mit dem Hund raus und nochmal hier und das, ne? Dies und jenes, das ist halt einfach alles sehr viel. Und Telefonate, darf man auch nicht vergessen. Wenn man 10 Projekte hat oder an denen man arbeitet, rufen ständig Leute an, wo ich dann auch schon gucken muss. Ich muss aussortieren. Ich kann nicht mit jedem die ganze Zeit sprechen. Ich kann nicht stundenlang mit dem. Mache ich gerne. Ich telefoniere gerne und ich rede gerne mit Leuten, aber irgendwann muss ich anfangen, wenn ich mit allen Leuten ständig rede, die mich anrufen oder die mich kontakten. Ich kenne halt auch viele Leute. Ich kenne hunderte von Leuten. Ich habe so viele Leute kennengelernt und ich immer einen guten Kontakt geblieben. Ja. Aber ich kann nicht zu allen Leuten diesen Kontakt so halten, weil dann wäre ich ja nur am Labern. Du hast mal, fällt mir gerade ein, wo du sagst, du hast mal gesagt, als ihr noch ISDN hattet früher, du hast mir irgendwann mal geguckt, wie viele Telefonate du hattest in einem Jahr. Weißt du das noch? Ja, ich weiß es genau, ja, weil es ganz schön viel war. Ich habe das Modem getauscht und da waren Statistiken drin, die wusste ich aber nicht, das habe ich vorher gar nicht gesehen, dass man Statistiken abrufen kann. Und dann konnte man so eine Jahresstatistik abrufen, eingehende und ausgehende Anrufe und die Zeit, wie viele Stunden man halt insgesamt telefoniert hat und so. Und ich war halt mega geschockt. Ne? Okay. Das war ohne Handy, das war nur Heimleitung und ich hatte 10.000 Telefonate. Was wäre das für dich? In dem Jahr. In einem Jahr. Wow.
10.000. 10.000. Und das waren, glaube ich, irgendwie ein paar Wochen am Stück durchgelabert. Boah. Also, ohne Pause, ne? Kannst du mal eine Scheibe abschneiden? Ohne Schlafen. Also, es war viel. Wirklich viel. 10.000, ich meine, es ist ja das kann man ausrechnen, 30 Anrufe am Tag. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, wollte ich, ja. Ja, hau rein. Da waren vielleicht 5 nicht von mir. Ne? Sag ich jetzt einfach mal 4, 5. Ja, der Rest sicher hatte ich. Und das waren, früher lief das aber auch noch ein bisschen an. Ich habe nicht mehr ganz so viele tatsächlich. Ich habe auch tatsächlich vor ein paar Jahren, als ich mein Modem wieder also umgestellt habe, da habe ich einfach mein Telefon nicht mehr angeschlossen. Ja. Fertig. Seitdem habe ich einfach keine Leitung mehr. Und da rufen Leute an, weiß ich, ich habe letztens mir irgendwie gesagt, ich rufe da ständig an, gehst da nie ran? Ich so, nee, ich habe gar kein Telefon dran. Das klingelt dann halt irgendwo ins Leere, keine Ahnung, was da passiert. Vielleicht habe ich auch sogar einen Anrufbeantworter drauf, irgendeine Mobilbox, kein Plan. Ich habe, das ist zum Beispiel so eine Baustelle, kann ich mich nicht drum kümmern. Ich kann nicht mich jetzt hinsetzen, gucken, was ist das, wie geht das mit der Mobilbox, leck mich am Arsch aus. Ich stecke da einfach kein Telefon mehr rein. Und ich habe genug, die Leute, die mich kennen, die wissen, dann rufe ich den halt auf dem Handy an, wenn ich ihn sonst nicht erreiche. Und das tun sie auch, aber es ist nicht mehr so viel wie früher. Gott sei Dank, weil das würde auch nicht gehen. Aber früher war es so, dass die meisten Sachen, die man jetzt auch per E-Mail macht, darf man jetzt nicht vergessen, ne? E-Mail, WhatsApp, hast du eine kurze Sprachnachricht, ey, hier, schick mir nochmal das Lied und mach mal das, hast du früher angerufen, deswegen, ne? Deswegen hast du natürlich früher mehr Telefonate generell. Das ist, hat sich natürlich sagen. Verlagert auf ja. WhatsApp und so. Wenn du guckst, wie viele WhatsApp-Nachrichten hast, das ist dann, wenn wir bei dir sind und filmen, da bist du auch zwischendurch andauernd, kommt eine Nachricht rein, irgendwer ruft an. Ja, aber das immer noch. Hält sich jetzt aber wirklich in Grenzen. Also früher war es, ja, das ist, guck mal, manche Tage sind heute zum Beispiel, Tourverschiebung kam rein. Ich sage jetzt mal noch nichts, ne, weil ich weiß nicht, wann er es sendet, aber 5 Leute kontaktieren, hinschreiben, E-Mail schreiben, aber ich bin ja mitten am, ich bin jetzt mitten im Mischen, sage ich mal so. Ne? Und dann kommt jetzt aber so eine E-Mail, ich muss eine Ansage haben, das soll Freitag veröffentlicht werden. Könnt ihr alle, Tourverschiebung. Und dann geht's los. Ah, scheiße. Okay, Mutter, Sofa aufbauen, oder Bett, Steuererklärung. Tourverschiebung, Steuererklärung. Oh, Überweisung. Ach, scheiße, noch schnell die Überweisung. Kacke, vergessen, muss ich heute noch schnell machen. Dann mache ich das noch schnell. Erstmal Überweisung und dann kommt halt meine Tourverschiebung und irgendwelche diversen anderen Anfragen. Aber allein diese Tourverschiebung, musst du jetzt mal überlegen, für Masters of Ceremony, ne, ist so, okay, ich schreibe jetzt diese Mail an alle. Hey, cool, die Tour soll verschoben werden. Also nicht cool, aber es ist halt natürlich wegen Corona und cool, dass es stattfinden kann. Dann und dann. Ne? Und dann kommt halt rein. Irgendwie, ja, wir können, ja, das klappt. Und dann plötzlich kommt, und ich so, geil, total easy und so, ne. Und dann kommt halt rein, ah, 2 Tage überlagern sich. Und ich so, okay, Lösung finden. Was mache ich jetzt? Rufe ich jetzt an, können wir machen? Die wollen das nicht, dass wir da nicht spielen. Was kann ich machen? Okay, in Kontakt mit der Person, die nicht kann oder nicht komplett kann. Und Lösung finden halt. Was kann man machen? In Kontakt mit der Agentur. Ist das in Ordnung für euch? Können wir das so bringen? Müssen wir das ankündigen? Können wir das nicht machen? Müssen wir jetzt, was weiß ich, machen? Ich habe keine Ahnung. Alles Sachen, wo man sich Gedanken drüber machen muss, Entscheidungen treffen und so. Mit so einer simplen Mail, die da gekommen ist, bist du dann 1 bis 2 Stunden beschäftigt und komplett rausgeflogen aus dem, was du eigentlich gerade machst. Und ich mache ja was, der Job ist ja was, wo man sich ziemlich stark konzentrieren muss. Ne? Also wenn ich was mische, ich kann ja da nicht irgendwie nehmen, naja, dies und das, sondern ich bin in so einem, bisschen mehr in so einem Film und eigentlich muss man auch durchziehen, da kannst du nicht zwischendurch telefonieren. Ja. Ne? Ich kann es mittlerweile ganz gut, weil ich einfach viel Erfahrung habe. Ne? Aber eigentlich ist das Beste, du setzt dich hin, 3 Stunden, leckt mich alle am Arsch. Keine E-Mails, keine nichts. Ne? Muss ich ein bisschen mehr so machen. Ne? Aber ganz kann man das halt nicht machen, weil man so ein One-Man-Ding ist halt irgendwie. Ne? Und dann, wie gesagt, kommt sowas, wie was du vorhin schon gesagt hast, Steuererklärung, ne? Essen bestellen, kochen, was weiß ich, alles gleichzeitig halt. Ne? Und das ist halt Hund mähen. Weißt du, die alltäglichen Sachen, wenn ich zu Hause bin, die passieren ja, ne? Sind manchmal so viel und da kommen so viele komische Sachen noch zusätzlich dazu, dass ich Tage habe, wo ich nicht eine Minute zum Arbeiten komme.
Noch nicht mal das. Aber ich muss trotzdem irgendwelche Sachen machen. Wie gesagt, wie Telefonate oder. Ja, heute habe ich zum Beispiel kaum was geschafft. Ne? Hätte ich jetzt heute Abend gemacht, aber jetzt seid ihr natürlich immens dran schuld, dass ich heute nicht gearbeitet habe. Das werde ich jetzt halt dann auch so weitergeben an meine Bands. Das Management und die Bands. Dann können sie sich dann bei euch beschweren. Ja, ist gut. Wie gesagt, ich bin auch froh, das ist echt mal eine Abwechslung, ne? Dass man irgendwie mal mit Leuten sitzen kann und quatschen kann. Es macht Spaß und ist mal was anderes irgendwie auch. Auch in dieser Corona-Zeit, ne? Obwohl ich es, wie gesagt, genieße. Ich glaube, bin ich nicht alleine. Ne? Ich glaube, ihr findet es auch nicht so. Ich meine, klar, Corona ist scheiße, aber man kann halt seine Vorteile daraus ziehen. Ja. Ne? Irgendwie. Auf jeden Fall. Ja. Ist es halt relativ entspannt, das Leben. Ja. Gerade so. Ja. Außer für die armen Schweine, sage ich mal so, die wirklich, denen komplett die Grundlage weggebrochen ist, finanziell und so, das ist natürlich scheiße. Was natürlich deine viele Leute aus meinen Kollegen. Ja, meine ganzen Musikerkollegen, ja. Besonders die halt wirklich auf live angewiesen sind, ne? Das ist natürlich echt richtig, richtig scheiße. Ja. Für euch ist es jetzt auch nicht gerade besser geworden, denke ich mal. Ne? Also das ist natürlich für alle, die solche Jobs machen, wo es auf Kommunikation und sowas auch ankommt und so, soziale Sachen, wo man halt auch zu den Leuten hin muss und so, das müsst ihr ja auch. Das ist halt schwierig. Ne? Bisschen, ich meine, mich hat schlechter planbar halt einfach. Ja. Gerade. Ja. Wenn du nicht genau weißt, so ein paar Sachen bei uns haben sich verschoben und so und du weißt nicht, ob die nächstes Jahr wiederkommen oder was sie machen, ob es sie noch gibt, sozusagen. Ja, es erschwert einiges. Also. Ja, überleg doch einfach mal zum Beispiel, was wir zusammen angefangen haben dieses Jahr, ne? Wo ihr gefilmt habt, wo wir auf der Albenhütte waren. Ja, ne? Genau. Ja. Das war ja auch anders gedacht. Ich meine, das ist eine Produktion, die mache ich jetzt weiter, habe ich vorhin drüber gesprochen, als ich über das Akkordeon gesprochen habe. Sand City Orchestra. Das ist Sand City Orchestra, genau. Und da haben die Jungs hier halt einfach gefilmt und eine Doku angefangen zu drehen, kann man das so sagen, ja, ne? Und wir haben halt eine Writing-Session gemacht in so einer Almhütte und da kam tatsächlich Corona. Da haben wir das erste Mal davon gehört. War das so, ne? Da haben wir doch gesagt, oh, dann bleiben wir wohl mal lieber hier auf der Almhütte, da passiert nichts. Ha, 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 ha. Mit dieser, also keiner hat so richtig sich vorstellen können, dass da jetzt so ein Hammer kommt. Ne? Also wir saßen wirklich, haben uns aber, den Witz haben wir aber schon gemacht, dass wir gesagt, dann bleiben wir einfach hier jetzt, dann kann uns nichts passieren. Ja. Ne? Und dann wurde da jetzt bitterer Ernst draus. Das war jetzt echt hart. Und das Resultat für diese Geschichte, wie sie geplant war, ist natürlich nicht passiert. Ja. Okay. Ich war noch einmal da in der Schweiz, weil ich sowieso da war. Und habe dann nochmal Aufnahmen gemacht. Und also ich konnte das verbinden halt, ne? Gott sei Dank. Und das war im Sommer und das war das letzte Mal. Und den Rest haben wir jetzt alles übers Netz gemacht. Ne, also an jemand anders Aufnahmen gemacht und ich habe Sachen hingeschickt und hin und her Ideen ausgetauscht. Geht auch, ne? Aber was natürlich jetzt da komplett unter den Tisch gefallen ist, ist zum Beispiel die Doku zu drehen. Wie das ist relativ uninteressant, bei mir zu Hause zu sitzen, zu warten, bis jemand mein WhatsApp schreibt. Ne? Oder ich da halt alleine irgendwo rumhacke oder die machen da, das kannst du halt nicht dokumentieren. Ja. Das ist jetzt einfach mal ein Job, der für euch ausgefallen ist. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Das ist halt. Ja, mal sehen, wie das weitergeht. Mal gespannt. Mhm. Ja, da bin ich auch gespannt. Aber ihr wisst euch jetzt auch zu helfen, ihr seid ja auch nie auf dem Kopf gefallen irgendwie, Gott sei Dank. Nee, das ist bei uns, geht das eigentlich. Also es hätte schlimmer sein können auf jeden Fall. Ihr habt euch aber ein bisschen umgestellt, ne? Also läuft. Ja, wir haben uns ein Büro geholt. Genau, wir haben uns gedacht, geholt. Ist Corona, alle machen Homeoffice. Ich hole mir mal so ein Büro. Und wir machen mal ein Büro. Wir machen ein Büro. Jeden Tag hinfahren müssen. Genau. Ja. Na okay, das war ja vorher schon geplant, das war ja nicht unbedingt das Resultat von Corona. Es hat es nur beschleunigt, denke ich mal. Oder auf jeden Fall war plötzlich auch die Muße da, das zu tun, ne? Genau, also es war einfach eine gute Zeit. Wir hatten auch, als es losging, März, glaube ich, ne? Keiner wusste Bescheid, wie geht das, kann ich das machen, darf ich das machen, darf ich filmen, wie viele Leute. Es ist natürlich sau vieles weggebrochen erstmal oder hat sich verschoben. Da hatten wir auch nicht viel zu tun, so, ne? Hatten halt die Projekte. Da war ein Monat, wirklich, ich weiß noch, am Anfang, ein Monat urentspannt, ja. Wo wir halt dann auch wirklich
irgendwas gemacht haben. Ich weiß nicht, ja. Da haben wir relativ, also nicht gar nicht gequatscht, aber weniger, deutlich weniger so gequatscht und zusammen gemacht. Das war einfach so, jeder hat so sein Ding gemacht für einen Monat und ein bisschen rumgehangen. Ja. Und dann ging es aber relativ normal weiter. Dann ging es irgendwann wieder, weil die Leute sich dran gewöhnt haben, gewohnt haben. Ja. Und dann war das okay. Momentan merkt man es halt trotzdem immer noch, zum Beispiel bei dem Musikvideo für René, für René Krebs. War ja auch gedacht irgendwie mit voller Band, aber ja, klar. Dann musst du halt irgendwie Kompromisse machen, geht nicht, kannst nicht zu fünft da irgendwie sein. Und das meine ich halt voll mit, das erschwert das Ganze, macht es halt so ein bisschen nervig. Oder wenn man bei einem Kunden ist, dann muss man halt ja, bestimmte Regeln halt einhalten, muss drauf achten, Abstand, das und das. Das ist halt, man ist sowieso in einem Fokus drin. Man filmt was und muss das Produkt zusammenbauen, dann muss man die ganze Zeit noch auf sowas achten. Das ist halt ja, das ist schon anstrengend. Schöner ist das nicht geworden, das ist ja klar. Ja. Das ist, aber man kann es halt irgendwie hinkriegen, weißt du? Klar, das auf jeden Fall, ja. Es ist halt einfach, wie man jetzt ja sieht, weil viele wollen es ja nicht wahrhaben, tatsächlich, also aber ich glaube auch die Leute, die absoluten Leugner und Gegner dieser Maßnahmen, sehen, glaube ich, gerade, dass das gar nicht so ohne ist, dass es vielleicht auch alles ein bisschen Sinn macht. Wie gesagt, ich bin auch kein Experte, aber ich habe jetzt doch mehrere Leute, die ich kenne, die jetzt auch Corona haben und denen es auch teilweise nicht so gut geht. Und ich habe noch nicht einen von einem gehört in meiner ganzen Bekanntschaft, der mit Grippe im Krankenhaus liegt. Wo das ja immer so schön verglichen wurde. Ne? Grippe, die sterben so und so viele Leute. Ne? Ah, das ist echt ein anderer Schnack hier. Und wir können froh sein. Früher sind sie halt einfach alle gestorben. Und wir können froh sein, dass wir trotzdem sowas Schlimmes auseinandersetzen müssen. Ja. Dass wir trotzdem die Sachen in gemäßigten Formen, aber trotzdem irgendwie alles weitermachen können. Ne? Ich glaube, das ist schon, man muss immer irgendwie auch die positive Seite sehen. Ne? Gott sei Dank können wir wenigstens irgendwas machen. Manche können gar nichts machen, ich weiß, sehr schlecht gelaufen und das muss auch vernünftig gemacht werden mit den Hilfen und mit dem ganzen Kram. Das ist aber auch schwierig, das ist ein sehr schwieriges Thema. Ne? Aber da muss was passieren. Ne? Klar, man spricht natürlich von Gastronomie und obwohl dann ein bisschen was geht. In manchen Bereichen geht ja gar nichts, Veranstaltungen zum Beispiel. Und Reisebüros und so haben jetzt auch nicht viel zu lachen. Ne? aber es wird ja versucht, irgendwie was anzubieten und was zu machen. Ne? Schauen wir mal. Ne? Leider werden einige auf der Strecke bleiben. Aber es wird versucht, auf jeden Fall. Ne? Und man kann auch arbeiten und wir sollten uns nicht beschweren, dass wir jetzt eine Maske tragen müssen beim Arbeiten und können froh sein, dass wir arbeiten können. Ja. Also finde ich. Ja. Ne? Und mir tut's sauleid für die Leute, die jetzt wirklich gar nichts machen können. Ne? Die würden sich wünschen, mit einer Maske die Techniker zum Beispiel. Und wenn ich an unsere Techniker denke, ne? Manche haben vielleicht noch einen Zweitberuf, wo sie ein bisschen mehr machen können jetzt und so. Aber manche haben halt komplett nur das gemacht. Und die stehen halt da, sind halt wirklich auch teilweise allein gelassen und haben wirklich, manche Leute können sich nichts zu essen kaufen. Ne? Ohne weiteres. Ne? Ich meine, das ist so einfach nicht. Ne? Und die würden sich wünschen, mit Maske arbeiten zu können halt. Ne? Können sie aber nicht, manchmal. Also ich denke, wir sollen uns nicht beschweren, dass die Umstände so, dass wir so Schwierigkeiten haben, die Sachen so durchzuziehen, wie wir es gewohnt sind, sondern wir können froh sein, dass wir überhaupt was machen können. Ne? Und wie gesagt, ich bin ganz happy, dass das was geht. Tut mir echt leid für die Leute, wo jetzt gar nichts geht und ich hoffe, dass wir es bald in den Griff kriegen. Ne? Aber weißt du, man meckert halt immer, das ist so eine Niveau-Geschichte, so eine, aus welcher Sicht man das halt sieht. Weißt du, die Leute, die hier arbeiten, zum Beispiel im VW-Werk, ne? Die halt großteils ihre Kohle dann weiterbekommen oder einen großen Teil und dann Homeoffice haben oder am Anfang Lockdown gar nicht arbeiten mussten. Manche sehen das als Urlaub und dann ist es schon voll die Einschränkung, wenn man jetzt, oh, jetzt kann ich jetzt nicht irgendwie nach Spanien fahren oder was? Ne?
da sieht man da halt so die Unterschiede, wie das Gewicht ist. Manche einer denkt sich, Alter, wie zahle ich bloß meine Miete nächsten Monat? Ne? Und so war es schon immer so. Das ist alles relativ halt irgendwie. Ne? Ja. Aber ich glaube, man sollte so rangehen an diese Krise. Lass uns die positiven Sachen sehen, die es für manche Leute, leider nicht für alle, aber für in unserer heutigen Gesellschaft im Gegensatz zu früher als Vorteile gibt. Ne? Perfekt ist es noch nicht. Wir sind noch nicht in der Perfektion angekommen, aber ich denke mal, für das, was es ist, was es hätte sein können oder was es vor vielen Jahren, also wo es noch nicht so aus, wo wir gesundheits-, also medizinisch und so noch nicht so weit waren, sind wir schon jetzt ganz gut weit vorne. Ich mag, dass du die positive Sicht immer rausholst und dran festhältst. Also wenn man jetzt über Corona denkt, für mich zum Beispiel persönlich war das auch so. Ich habe gemerkt, durch die Einschränkung, also Kontaktbeschränkung, fehlt mir das halt irgendwie und worüber ich nie nachgedacht habe. Ja, und man lernt was zu wertschätzen auch. Genau, ne? Man lernt es zu wertschätzen und ich glaube, wenn das Ganze durch ist, hoffentlich irgendwann, dann werde ich auf jeden Fall mehr, also bewusster halt auch damit umgehen mit dem Thema. Also ich gehe auch jetzt schon bewusster mit einigen Sachen um. Also mit der Wertschätzung, was man hat. Also man wird immer wieder auf den Boden zurückgeholt mit irgendwelchen Ereignissen. Zum Beispiel, wenn Leute sterben. Ne? Vielleicht besonders junge Leute. Ich hatte ja auch schon öfters mal Kontakt mit solchen Sachen, wo du dann halt einfach denkst so, Alter, ist alles nicht so wichtig. Verdammte Scheiße, wen interessiert denn dieses verkackte Auto? Keine Sau, keine alte Sau interessiert jetzt, was für ein Auto ich habe. Ja. Für manche Leute ist das aber unheimlich wichtig. Ne? Und irgendwann lernst du halt einfach, das ist einfach nicht wichtig. Ne? Andere Sachen sind wichtig. Und sowas wie Corona holt auch manche auf dieses Ding zurück. Ne? Ich kenne ganz viele Leute, die wirklich sich unter Corona echt ein bisschen verändert haben. Ne? Die wirklich angefangen haben nachzudenken. Also ich inklusive. Ne? Ich habe aber schon vorher angefangen nachzudenken. Tatsächlich, weil einfach viele Sachen waren in meinem Leben, halt, was passiert ist. Und man natürlich auch in so ein Alter komme, wo man einfach mehr nachdenkt. Ne? Und aber unter Corona haben sich einige verändert, hat sich einiges verändert und das wird auch Folgen haben für die Gesellschaft, totale Folgen, positive und negative. Ne? Also ich habe, was ich unheimlich vermisse, ist halt Nähe zu Menschen. Ich bin halt unheimlich liebebedürftig. Nee, also ich bin es einfach gewohnt, nahen Kontakt mit Menschen zu haben, ne? Und so, hey, umarmen und hey, cool, Alter, und so. Und das ist ja jetzt alles nicht mehr. Und ich weiß nicht, wie weit sich das verankern wird in unserer Gesellschaft. Werden wir dann halt irgendwie so ein bisschen kühler werden? Oder ist das unbedingt miteinander verkoppelt? Kann man auch so, hey, ne? Und alles ist gleich, es ist das gleiche Gefühl, es ist irgendwie nicht 100% das gleiche. Manchmal hatte sich so eine Umarmung, sage ich jetzt mal so, auch so verselbstständigt, dass das hättest du auch gleich die Hand geben können oder high machen können, weil es halt auch kalt sein kann, ne? Natürlich, ne? Aber die Leute, die du wirklich gut kennst und so, zum Beispiel einfach jetzt so, der Felix wollte jetzt kommen mit seiner Frau und seiner Tochter, Felix Bohnke. Einfach so freundesmäßig uns Besuch abstatten, über das Wochenende bleiben und so. Ne? Das hatten wir vor ein paar Monaten geplant, weil wir uns ja lange nicht gesehen haben und die einfach cool sind. Und da haben wir gedacht, geil, dann kommt er vorbei, dann können wir uns pennen, kochen wir was, machen dies und das und so. Ne? Geht halt nicht. Ne? Und sowas vermisse ich halt schon irgendwie. Ne? Ja. Eine Freundin, die kommt aus der Schweiz zum Beispiel und die kann jetzt halt einfach ihre Familie nicht mehr besuchen. Die war jetzt irgendwie, ich war, glaube ich, dieses Jahr zweimal in der Schweiz, einmal vor Corona. War ich da überhaupt noch? Ja. Ganz am Anfang des Jahres. Irgendwann im Sommer. Und das ist nicht oft, wenn man da Familie hat. Ne? Also wir sind sonst alle 4 bis 6 Wochen da runtergefahren. Ne? Und sie war sonst noch einmal, glaube ich. Und kann jetzt aber auch Weihnachten nicht, passiert nichts. Sie kommen nicht, wir fahren nicht runter. Sie sieht halt einfach ihre Familie Weihnachten nicht. Das ist natürlich schlimm. Ne? Aber man kann es auch so sehen, kann sagen, weil viele sagen, das geht gar nicht, für Weihnachten müssen wir das alles lockern und so. Man kann es aber auch so sehen,
ganz geil, wenn es vielleicht nächstes Jahr auch noch Weihnachten gibt für alle von uns, die dabei sind. Und dann lassen wir es halt dieses Jahr mal ausfallen. Ja. Dafür gibt es danach vielleicht noch 10 mehr oder 20. Ja. Ne? Und so sehe ich das. Scheiß drauf auf dieses Jahr Weihnachten, ist das halt so. Ist halt auch schade. Ein ist natürlich Jahr ja, ein Jahr, okay. Jahren so, ey. Schade natürlich für alle Leute. Mein Sohn zum Beispiel ist dieses Jahr 18 geworden. Ich hatte mir unheimlich leid getan, dass er seinen 18. Geburtstag vor seinem Scheißcomputer verbringen musste, mit seinen Kumpels vom Computer saufen musste. quasi. Ne, aber wenigstens konnte er das machen. Immerhin gesoffen. Ne, immerhin. Geil. Wenigstens konnte er das machen. Und er konnte was machen. Ne? Er konnte seinen Geburtstag irgendwie feiern. Manche Leute, weißt du, die ja. haben dann auch gar keinen Geburtstag mehr. Ja. Ne? Das klingt jetzt halt blöd. Es ist schade, es hat mir sehr leid getan. Die ganze Zeit tut mir leid, weil das ist natürlich so ein Alter, wo man einfach viel machen möchte. Man möchte raus und Diskos, Leute treffen und so. Es ist halt ein schlechtes Jahr dafür. Ne? Ja, dafür ist das. Das ist echt ein schlechtes Jahr und ach, jetzt 18 sein ist nicht geil. Ne? Ja, zumindest kannst du die Freiheiten, die du so kriegst, nicht alle genießen. Genau, das, was er dazu gewonnen hat, konnte er überhaupt nicht nutzen. Ja. Ne? Alles stagniert, Führerschein dauert ewig, das hat dann am Anfang nicht geklappt, da konnte man nicht weitermachen, dann stagniert es halt und es ist halt einfach total blöd. Ne? Das tut mir wirklich leid, aber es ist halt, wie es ist, ne? Und es gibt größere Probleme. Ne? Und manche trifft es halt ein bisschen härter, wie gesagt, mich hat es insofern nicht so hart getroffen. Ich meine, für mich ist es halt irgendwie alles ganz okay. Ne? Ich bin sowieso so ein Loner und ganz gern zu Hause und alleine. Und jetzt muss ich halt nicht ständig durch die Gegend fahren, überall hin. Dann habe ich halt natürlich ein bisschen mehr Ruhe dazu gewonnen. Ja. Ne? Okay. Ja. Naja, ist auch absehbar, dass das irgendwann auch mal wieder vorbei ist, von daher denke ich. Ja, geht so, ne? Mal schauen. Also ein Jährchen wird es, genau. Oder zwei Jahre wird es uns noch begleiten, mal mindestens. Und dann muss ich halt alles wieder in eine Form zurückrechtfinden. Ja. Wahrscheinlich anders als vorher, wie es dann halt auch funktioniert und es im Prinzip schon anders als vorher, alles anders als vorher. Ich glaube auch, dass die Konzerte, man kann nicht einfach sagen, oh geil, Impfstoff, es dauert 150 Tage, alle durchzuimpfen, dann können wir wieder Konzerte machen, alles so wie vorher. So wird es nicht sein. Ja. Ne? Die Leute, die Einstellung von den Leuten zu den Konzerten hat sich total verändert. Man sieht es an solchen Sachen wie zum Beispiel, es hat jemand, war ein Handwerker bei uns, den ich aus dem Dorf kenne, waren wir uns unterhalten und der ist Peter Maffay-Fan. Und er sagt so, ja, die ist ja keine Konzerte, aber er spielt halt Waldbühne und so, ne? Und da, wie viele Leute gehen da normalerweise hin? 12.000 oder so, ne? Mehr so. Mehr? 15.000? Ja, stimmt, ist größer noch. So richtig 30 groß. 30.000. 30? Aber wirklich? Oh, das ist doch so groß. Ja, ja, stimmt, kann sein. Naja, auf jeden Fall viele Leute und da waren 3.000 zugelassen. Und es war nicht ausverkauft, glaube ich. Echt? Ja. Da hätte man doch meinen können, jetzt rennen die den Bude ein. Ja, ne? Ja. Aber die Leute sind vorsichtig. Ich weiß nicht, ob sie Angst haben, dass es einfach abgesagt wird. 22.000. 22, ja, waren doch so viele. Dass es abgesagt wird oder ob sie einfach momentan da nicht so Bock drauf haben. Und dann ist halt die Frage, bleibt das so? Also CD, das war Corona, denke ich mal, war schon mal der CD-Todesstoß. Also ich glaube, CD-Verkauf in der Form, wie es den vor Corona gab, wurde eh immer schlechter, ist klar, wird es nicht mehr geben. Die Leute sind komplett auf online jetzt. Und das hat sehr extrem dazu beigetragen. Wird natürlich noch ein paar CDs geben, es wird auch Vinyl geben und so ein Sammler, wird es immer geben. Aber Deutschland war noch so eine Bastion an physikalischen Medien vorbei. Ich glaube, das ist fast durch das Thema. Ne? Und aber auch, wie die Leute zu Konzerten gehen würden. Ich weiß nicht, ob das einfach so jetzt, ich sag jetzt mal 2022, dann okay, normal. Corona vorbei, fette Festivals, fettes alles. Ich weiß nicht, ob das so sein wird. Mhm. Kann auch sein, dass alles anders wird. Ne, das ja. ist halt, dass die Leute sagen, boah, jetzt bin ich zwei Jahre zu Hause gewesen, ach, ich gucke lieber im Internet. Konzerte ist jetzt nicht mehr angesagt. Hab mir jetzt einfach abgewöhnt. Gehe ich nicht mehr hin. Ne? Ach, ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute warten. Also wenn das irgendwann wieder halbwegs normal wird, werden die Viele werden wieder hingehen, aber einige Leute werden vielleicht auch sagen, muss ich nicht. Die haben vielleicht einfach andere Sachen kennengelernt, wie sie sich auch beschäftigen können und haben vielleicht auch
wie gesagt, mehr Ruhe gefunden in meinem Leben und sind dann einfach doch gerne zu Hause und sagt, ach, ich brauche das eigentlich alles gar nicht. Eigentlich war das ganz geil und bleib mir einfach zu Hause. Kann schon sein. Ja. Vielleicht auch die Reiseindustrie. Vielleicht haben auch viele Leute gedacht, ist auch ganz geil hier. Und jetzt habe ich mir einen Wohnwagen gekauft. Jetzt bleibe ich hier, ey. Ja. Ich muss ja eigentlich immer da weg. Ne? Eigentlich hat mir das gut gefallen hier. So. Mal schauen. Das Gegenteil wird eher nicht passieren. Ja. Ich bin auch mal gespannt. Dass die Leute plötzlich mehr verreisen als vorher. Das wird, also einen Boost wird es deswegen nicht geben, denke ich mal. Ne? Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Es sei denn, das ist jetzt 10 Jahre lang. Und das ist ja dann so, als wenn, ja, es ist ja dann so, als wenn gerade aus der DDR wieder aufmacht, ne? dann endlich verreisen oder ja klar, ne? Ja, aber das ist ja was anderes. Ja, ja. Ja, so lange geht das hoffentlich nicht mehr. Die DDR aufmachen. Ja. 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 Rausschneiden, eventuell. Mhm. Schätz mal, wie lange wir uns jetzt unterhalten haben. Lange. 2 Stunden, ne? Wir haben uns nicht unterhalten, ich habe ja meistens gesprochen. Du hast eigentlich die ganze Zeit geredet. Ich habe eigentlich die ganze Zeit geredet. Geredet eigentlich? Ich habe lang geredet. Ich habe geguckt, 2 Stunden 16. Also echt? Ja, 2 krass. Stunden 16. Ja. Okay, cool. Dann müssen wir jetzt aufhören. Ich würd sagen, wir hören an dieser Stelle auf. Wir haben ziemlich viele Sachen besprochen. Zeit ging mega schnell rum, fand ich. Ja, finde ich auch. Viele Sachen abgedeckt. Irgendwie ganz viele verschiedene Themen, von Musik über irgendwie persönliche Sachen und ein bisschen über Steuern und Geld und alles Mögliche geredet. Ja. Spaß gemacht auf jeden Fall. Vielen Dank, dass wir das machen konnten, so eine Art. Ich habe zu danken. Ist mal schön bei euch. Das ist gut, danke. Das freut uns zu hören. Es wird gerade ein bisschen kalt, ne? Ihr habt euch schon Jacken geholt. Weil haben wir festgestellt, aus irgendeinem Grund geht die Heizung eine bestimmte Uhrzeit aus und dann geht sie später wieder an. Ja, wahrscheinlich, weil die von dem Gebäude das so eingestellt haben, weil die denken, wenn die Heizung jetzt ausgeht, dann verpissen die sich wenigstens mal nachts um 12. Ich denke, es könnte sich auch um Spaßmaßnahmen handeln. Spaßmaßnahmen, das kann natürlich auch sein. Ja. An dieser Stelle, willst du irgendwas sagen und loswerden? Oder? So 1-2 Stündchen? Ja, dann machen wir. Könnte ich schon noch mich verabschieden. Guckst du mal einen Film jetzt? Und dann, hast du noch irgendwas, was du sagen willst, abschließend sozusagen? Nö, also wie gesagt, ich bin happy, dass ich das mit euch machen kann. Möchte mich nochmal bedanken. Bitte. Und ja, es ist auf jeden Fall für mich so eine ganz neue Geschichte. Es macht auch Spaß. Und wenn ich da aber nicht bei der Hand genommen werden würde, dann würde ich das nicht machen können. Würde ich das nicht machen. Ja. Und deswegen ist das ganz gut. Ist doch cool. Das ist echt gut. Auf jeden Fall. Vielleicht können wir ein paar Sachen in der Richtung können wir bestimmt noch machen. Ja, wir können einfach in einem bestimmten Zeitraum uns nochmal treffen. Vielleicht, wenn in 10 Jahren, wenn Corona zu Ende ist, treffen wir uns mal. Dann bist du in Rente und machst irgendwie was ganz Rente, anderes. Nee, das auf gar keinen Fall, weil ich gar keine Rente habe. Ach so, okay, dann bist du nicht in Rente in 10 Jahren. Nö. Gut. Ja, dann ist das jetzt hier an der Stelle zu Ende, würde ich sagen. Die Leute, die jetzt zugeguckt haben, bis hierhin, das bis dahin geschafft habt. Dankeschön erstmal. Und da sollte man was für verlosen, glaube ich. Weil wenn jetzt wirklich noch jemand guckt, dann da sollte der jetzt auch was dafür kriegen. Die Person, die jetzt noch am Ende guckt, will keine Alben haben. Die Person, die jetzt zum Vorzugspreis eine CD kaufen. Vorzugspreis. Wow. Die eine Person, die das jetzt zu Ende geguckt hat, hat eins von Saschas alten Motorrädern gewonnen. Super. Geil. Du brauchst natürlich nicht abholen. Sascha bringt euch das rum. Ja, Album braucht klar. Auch. Kein Problem. Unterschriebenes Motorrad. Ja. Unterschriebenes Motorrad, genau, wird zu euch nach Hause gebracht. Alles klar. An der Stelle danke fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwie Vorschläge habt über andere Gäste, die wir nehmen könnten, das wäre, glaube ich, interessant. Schreibt einfach mal. Über vernünftige Gäste. Genau, Gäste, die nicht so viel reden. Wie genau. Schreibt das einfach und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ne? Bis dann. Ne? Tschüss. Ciao. Ja, das wisst ihr doch, dass das passiert, wenn ihr mich fragt. Ja.